Guten Tag. Ich mache mal eben noch meine Brille sauber. Das habe ich gerade. Ich bin etwas in Verzug, ich gebe es ja zu. Ist auch schon 19:04 Uhr. Aber mit Intro inklusive war ich, glaube ich, pünktlich. Aber ich glaube, so läuft das eigentlich nicht. Hallo, Heldwig, Miss Temba, ihr beiden seid schon mal wieder da. Und Ilbrick natürlich auch. H999. Was habt ihr denn geschrieben? Burn for the Feuerglatze. Oh, in Englisch, brenn für die Fireballness. Hallo, Miss Temba. Wo ist er denn? Hier ist er. Ist er denn schon ganz heiß? Das ist schön. Ich bin auch. Also bin ich wirklich. Ich schwitze hier auch gerade, weil ich vor nicht allzu langer Zeit, eine halbe Stunde, Sport gemacht habe und geduscht habe und ich bin so ein Nachschwitzer noch und das ist eigentlich gar nicht so schön. Naja, also das ist die Story zu meinem Schweiß. Der wird seine glühenden Bewunderer. Nein, da bin ich. Draußen ist es dunkel. Bei euch vielleicht? Also in eurer Hood. Bei mir ist es eigentlich noch ziemlich hell. Und hier, guck mal, ich habe sogar unten links extra so ein Flackern eingestellt. Hier ist noch mehr. Damit es noch atmosphärischer für heute wird. Hochsommer. Moin Zoo! Du bist ja auch dabei. Krass, obwohl es ja total außerhalb des Schedules eigentlich ist. Dass ihr alle dabei seid. Also hier kline ich gerade eben meine Brille. Ich habe auch noch nie ein feuchtes Brillenputztuch benutzt. Vielleicht soll ich das mal machen, aber ich bin auch ein bisschen zu schnöselig, um das zu kaufen. Und denke auch, hey, dieses alte Spacko-Ding, das kann ich immer noch benutzen. Und so. Da hat Cutie Cat Zizi ihr Handy hier gelassen mit Ton. Das war natürlich. Also für etliche Sounds ist sie jetzt schuld. Dein Handy hat gerade ein Geräusch gemacht. Ja. Hochsommer in diesem Chat. Ich bin Dauerschwitzer. Ja, ich auch. Häufiger. Also, aber nicht mehr so schlimm wie früher. Früher war es echt noch viel schlimmer. Das war Spaß. Diese Feuchten soll man auch nicht benutzen. Echt, soll man nicht? Also, ach, okay. Gut, dass du das sagst. Dann habe ich es ja instinktiv, intuitiv noch richtig gemacht. So, jetzt ist auch, also ich möchte auch nicht, dass ihr irgendwie so eine eklige, der Augenkontakt ist ja wichtig. Dadurch connectet man ja erst. Ohne Hosen hättest du das Problem mit der Brille nicht. Na, nee. Ich kann dir auf jeden Fall sagen, deine Aussage ist inkorrekt. So, ist nicht gut für die Brille. So, ja, ich habe jetzt, glaube ich, schon fünfmal so gesagt, auch zu Zoo so. Ja, verstehst du? Und ich glaube, mehr brauche ich eigentlich nicht. Es funktioniert ja alles, ne? Ihr hört mich, ihr seht mich. Ja, ne, ein Kleid würdest du hier oben sehen. Was du meinst, ist ein Rock Zoo. Ein Rockzoo mit so coolen Elefanten, die irgendwie Gitarre spielen, das wäre doch was. Ich schweife ab. Es startet Soma. Mal so, mal so. Hier ist das Spiel. Ich bin Feuerglatze. Heute sollte übrigens eigentlich mein Greenscreen kommen. Danke, roter Markt mit großer, dicker Versalienschrift. Ist nämlich nicht angekommen. Tja, hätte ich sonst gerne benutzt. Ach, hallo, ein Tabahatter! Du bist ja auch schon hier. Das ist ja. Wenn jetzt noch du nicht vorbeikommst, dann sind wir echt vollständig. Okay, Happy Daddy 80 und Lehari, die beiden auch noch. Aber das explodierte ja. Wie schön, dass wir uns alle hier zu Soma versammelt haben. Etliche Highlights. Ja, ihr wart ja schon dabei. Ich glaube, also die meisten von euch waren ja. Mal da dabei, mal da dabei. Und jetzt geht's weiter. Wir sind in der Delta Station. Und eigentlich war alles, was wir wollen. Wir sind übrigens jetzt legit ein Roboter. Das steht fest. Hat unser Protagonist auch jetzt erfahren. Und wir wollen da raus, weiterleben. Also raus aus dem Wasser. Ja, das ist die Zusammenfassung, die ich geben kann. Und wir starten. Wir sind gerade in der Delta Station angekommen. Simon and Catherine made it to Theta. Sorry. And now need to find the Dunbad, a vehicle made for extreme pressure environments. Only with the Dunbad will they be able to enter the Abyss and find the Lost Ark.
Ah, genau, mit der Ark kommen sie dann ja auf den Mars oder wo auch immer ins Weltall. Dunbat ist ein super Submarine. Und WAU ist ja WAU. Ich habe schon echt vergessen, wofür die ganzen Abkürzungen stehen. Aber es ist ja diese Tentakel-Roboter-Zeug-Gedöns, was hier in allen Stations war und uns das Leben zur Hölle macht. Heldrick, das klingt wie ein Setup für einen Joke. Weil ich wüsste nicht, wieso du extra was nachliest, wenn wir eigentlich noch spielen, weil du wirst dich doch auch nicht spoilern lassen. Jemanden, der einen Dunbat steuert, nennt man by the way Dunbatman. Bist schon heiß. Bist schon heiß. Ah! Apropos heiß, hier dampft es und wir sind im Spiel. Zum Glück habe ich meine slippery Schuhe nicht dabei. Denn, boah, ich habe ja noch nie so weit geworfen. Was ist denn das für ein Material? Ich glaube, unser Roboter Simon ist ein bisschen stärker. Guck mal, mit dem geht es nicht so weit. Ist auch nicht das Ziel des Spiels übrigens, Sachen hin und her zu schmeißen. Aber Gefühl schon eigentlich. Ja, hier steht Wow. Der Gegner. Ah, das ist übrigens das Zeichen. Das hatte Zo. Danke, du hast mir ganz am Anfang, in der ersten Session, glaube ich, ja noch beigebracht, dass man auch, wenn das Glas so ist, da durchwerfen kann, um da reinzukommen. Das machen wir gleich mal. Machen wir jetzt, wenn er ja schon mal hier ist. Geplasch! Kann ich eigentlich auch. Oh! Ich muss nicht werfen, ich kann es auch so machen. Wie geht es euch, liebe Leute im Chat? Das interessiert mich. Ich hoffe, bei euch ist es. Also, Mestemba, du hast ja schon wirklich gesagt, bei dir scheint es dunkel zu sein. Ich hoffe, das ist es, damit auch richtig schön Stimmung aufkommt. Ich glaube, unser Tool hat einen kleinen Bug. Okay, wir können also hier was machen. Wir können da rein. Ich bin schon mit so viel Auswahl wieder überfordert. Theta Station. Ah, das ist das Symbol Theta. Stimmt. Die geht, glaube ich. Also, wir haben zwei Möglichkeiten. Ich vermute mal, wenn wir da an die Tür gehen, wird das Tool sowieso nicht funktionieren. Dann müssen wir eh da durch und deswegen mache ich einfach erstmal das. Kann vielleicht auch für die Sp Sport. Wir sind keine sportlichen Roboter, wir kommen eine Kiste nicht hoch. Aber hier rein. Heldrick, geht es super! Ach, das ist schön! Also, ich hoffe, es war jetzt keine Ironie, aber das ist schön, dass es dir mal super geht. Merle, bei euch auch. Ich denke, ich bin mal, du sprichst vielleicht für die ganze Familie. Das freut mich. Wie sieht es bei euch denn gerade so aus? Sitzt ihr wirklich irgendwie im Dunkeln und versucht alles horrormäßig einzustellen oder esst ihr eigentlich nebenbei Müsli bei helllichtem Tage? Damit. Ich beginne schon wieder Sachen durchzugehen zu werfen. Ah, hier können wir unser Omnitool updaten. Machine Hangar Control. Nee, das ist unwichtig. Weil die Stühle waren ja bisher die größten Gegner beim Hin- und Herverschieben. Was ist das? Was ist das? Ach, eine. So ein Tesa-Roller? Ohne Roller? Oh, mal schauen, gibt es irgendwo einen Korb? Ob ich das nochmal wiederholen kann, wie am Anfang, wie in der ersten Session? Dann glaube ich, bleibt nichts anderes übrig, als Machine Hangar Control auf unser Pad zu laden. Okay, wir sind echt in der Nähe. Wir sind. Ist das der. Ach ja, hier steht es, Atlantischer Ozean. Okay.
Squeeze me. Der klang aber wirklich saftig. Oh, der bounced aber nicht gut. Er hat einen Medizinball. Okay, weiter mit dem Spiel. Gleich nachdem ich mit euch gelesen habe. Die Küche aufgeräumt und esse Kartoffelgratin. Ah, ich habe auch schon Hunger. Ich habe es vorher nicht geschafft. Ich habe den ganzen Tag nur Toast und Oliven gegessen. Ey. Klingt für mich wie ein Königstag an Essen. Also ich finde das sehr lecker, aber ich habe schon doch wieder Hunger. Pizza! Okay, aber schön, dass ihr alle dabei esst. Hm, auch bei Zoo alles super hell? Ah, verstehe. Das ist natürlich gewitzt. So. Dann kommt auch noch mehr Gruselstimmung auf. Ja, Cutie Cat, genau das, was ich auch gerade sagte. Oh, Catherine, hi. We're here? We're here. Okay, great. Time to hijack ourselves a submarine. There will be nothing stopping us when we have done that. You guys sure have a lot of machines and vehicles down here. What makes this one so special? It's the only transport that can go into the abyss without cracking like a can of soup. If this is one of a kind, then how did they get the Ark down the abyss in the first place? That's a good question. I suppose they did it the hard way and just walked. Didn't realize that was an option. Kath, what's it like inside the Ark? Is it like a movie or virtual reality? No, of course not. It's, you know, like real life, but slightly better. Pleasant temperature, clean air, good weather. So people in the Ark just walk around pretending it's the real world? You don't have to pretend. It's perfectly immersive. And it can just sustain itself. Yes. Attached to a probe, fueled by solar panels, it could survive for thousands of years. That's amazing. Just thinking about the Earth being what it is and us setting out to save the final remains of humanity, it's heroic. At least it feels worth doing. Here we go. The Dunbat. Ah, damn it. I knew it was too good to be true. What's wrong? It's quarantined. Hold on. Solche Virtual Reality Gedöns hat aus Star Trek auch nie ein gutes Ende gehabt. It's we don't write these things down type of bad. Maybe someone's still around who can tell us what it is. Sure. Let's go with that. I'll just unlock the other doors for you so you can explore the station. Thank you. Danke, Cutie Cat, dass du das schon im Voraus angemerkt hast. Für unser Wohlsorgen, da freue ich mich schon richtig drauf. Ja, so genau, da hast du die Antwort. Und ja, was wird danach gespielt? Das ist eine sehr gute Frage, über die ich noch keinerlei... We need to find someone who knows the cipher. It's the only way to fire up the Dunbat. Ich wollte sie wieder mitnehmen. Find someone who knows the security cipher. Okay. Find someone who knows the security cipher. PC. Genau, zu was wir als nächstes spielen, keine Ahnung. Und vielleicht lasse ich sogar den Sonntagsstream ausfallen, weil wir jetzt dreimal in der Woche hatten. Ich weiß es noch nicht. Vielleicht auch nicht. Jetzt wird aber auf jeden Fall etwas sein. Also ich merke, dass ich ein bisschen mehr Bock drauf habe, nochmal wieder meine Stimme zu benutzen. So wie bei Final Fantasy VI. Das heißt also am besten irgendein Spiel ohne Sprachausgabe. Das ist schon mal weit gefasst, aber schließt auch schon mal viel aus. Und ansonsten habe ich auch viele coole Spiele, auf die ich mal Bock hätte, die mit euch zu spielen. L.A. Noire zum Beispiel, ein Detective-Spiel. Ich glaube, das ist ziemlich witzig, wenn wir da zusammen Detective spielen. Und auch Omicron The Nomad Soul. Nomad Soul, ist das so? Habe ich noch keine Ahnung, was das ist, aber das ist von den Heavy Rain-Machern. Oder auch doch mal so ein Platformer oder so ein Metroidvania wie Tesla Grad, Celeste, Ahead in Time. Dann halt auch mein Lieblingsgenre, isometrische CRPGs wie Torment oder Tyranny. Aber Tyranny habe ich noch die DLCs nicht und die hätte ich gern. Und deswegen weit gefasst und ich habe keine Ahnung. Vielleicht wird es auch Monkey Island 3 oder hier Adventures from Dedelic, Deponia. Das kann ich nämlich dann nochmal auf Deutsch spielen, Merle, und dann bist du vielleicht noch ein bisschen mehr happy.
Ja, genau, ich muss Sonntag was mit Nati machen. Aber das heißt eigentlich nur, dass wir nach 13 Uhr dann Zeit haben, statt abends den ganzen Tag irgendwie zu verplanen. Deswegen meinte sie das. Außerdem, so meinte sie das überhaupt nicht. Du kennst sie ja. Theta, all systems operational. Hull, subcode intact. Armor intact, life support. Wow. Gut, letzte Diagnose vor nicht allzu langer Zeit. Sind wir hier? Ich denke ja. Das heißt, von da kommen wir doch, dachte ich. Wir kommen von da. Okay, wir kommen von da. Okay, Level 1. Level 2. Looks like all your friends moved downstairs. Why abandon the gate? In the habitat? That's so strange. I don't like this at all. Ach, oder das ist jetzt gerade das Innere von Wow? Vielleicht? Mal schauen. Emma Alvaro. Astrodynamics Expert. Robin Bass. Deceased. Hier steht, Die haben wir gekillt. Oder ihr habt sie gekillt, weil ich gemacht habe, was ihr sagtet. Und das steht hier. Und das finde ich cool. Kronstadt, deceased. Jessica Davis. Catherine Chun. Sie ist missing. Okay, sie ist ja mit bei uns. Also es stünde da deceased, hätte ich meine Bedenken. Joaquin Dufresne. Sean Evans, Martin Fischer. Sonst kennen wir nicht. Einige Namen, ein paar kennen wir. Peter Strasky. Dispatcher. Okay, die drei scheinen auch. Denen geht's ja in Ordnung. Also die vier plus fünf, also ein paar sind ja in der Ark. Oder in Theta? Ich verstehe überhaupt nicht genau, worauf ich eigentlich gerade gucke. Guests. Vielleicht steht da unser Name irgendwo mal. Irgendwie ist Jan Stott hier. Luis Miron, das ist das, von der wir den Schraubenschlüssel haben. Wo steht eigentlich Carl? Den wir ganz am Anfang des Spiels getroffen haben als Roboter, der nicht wusste, dass er ein Roboter ist. Steht hier nicht. Okay. Gut. Dann ab durch die Türen. Endlich nochmal Lichtschalter hier. Das soll ich gar nicht durch. Wer war das? Hallo? Ja, ich bin auch dafür, dass wir Kitty Cat, dass wir Sonntag was zusammen machen. Meinst du Heldrick? Das könnte natürlich auch sein. Was ist ich? Ah, schade. Ich dachte, das wäre noch interaktiver. Robin Bass ist tot. Ja. I don't get it either. It's like they all just cleared out. Tabba, du und ich, wir können ein reines Gewissen haben. Wir haben damit nichts zu tun. Ja, stimmt, Heldrick. Aber trotzdem, die wollen das ja, die haben es ja von Anfang an alles so konzipiert, damit das sich nicht so anfühlt, als wären das das unechte Leben. Also kann ich mir auch vorstellen, dass die sagen, wenn ihr Computerabbild stirbt, dass sie das auch tot nennen. Just labs and offices. Maybe the shuttle station. Should we go check? Rather not. Got a bad feeling about this. Dann gehen wir da durch. Thanks, Dromar. That's a real helpful report. Be quiet, the proxy listens. What happened to Theta? No explanations anywhere. Kind of sounds like a warning.
Und dann sind wir doch erstmal nach oben. Das Spiel will uns ja oben haben. Und ich... Ich glaube, ich brauche dann vielleicht euch nochmal wieder. Soll ich erstmal hier oben? Oben? Oder da unten lang? Oben? Oder unten? Die Schreie. Das muss ein gutes Zeichen sein. Geh zu den Schreien. Ach, Mr. Ember ist echt mal dafür. Ich dachte, letztens wolltest du noch immer alles hell haben. Okay. Ihr seid alle für unten. I go down. I go down. I go down, I go down, I go down. Tap. Hallo. Nichts von Interesse. Ja, da könnte man wahrscheinlich mehr finden. Moin! Das sieht aus wie ein perfektes Labyrinth für, wenn wir verfolgt werden. Also ein Mini-Labyrinth. Viele Ecken. Also tote Winkel. Gehen wir erstmal hier lang. Klingt sehr einladend. Was ist jetzt eigentlich die Bestrafung, wenn du dich volles Rohr erschreckst? Ah, so, gestern ist das einmal passiert. Und da musste ich zur Strafe versuchen, meine Nase zu lecken. Hat nicht funktioniert. Dann habe ich aber meinen Ellbogen geleckt und dann war alles gut. Es ist immer, ihr könnt dann entscheiden. Ihr könnt euch einfach Vorschläge machen und dann mache ich das, was ihr sagt. Oder das, was ihr am witzigsten findet und das, was überhaupt möglich ist. Und auch, was Twitch erlaubt. Das mache ich dann. Stimmt, nasses Klamotten anziehen ist auch keine schlechte Idee. Merle, das ist immer noch drin. Genau, als Chat müsst ihr das dann überlegen. Übermensch, das wäre eine für uns. Ja, Übermensch kann Ellbogen lecken. Skill. So machen Übermenschen, die reden immer wie Assi-Deutsch-Rapper. Okay, das ist ein Körper, ein menschlicher Körper. Können wir den... Ausnahmsweise mal jemanden, den wir vielleicht nicht töten können. Tut mir leid, Merle und Henrik, dass wir eurer Lieblingsbeschäftigung jetzt nicht nachgehen können. Also diese Person hat mit ihrem Keuchhusten auf jeden Fall nicht geschrien. Goodie, dann vielleicht hierhin, wo so viele schöne Ecken sind, wo man nicht hingucken kann. Es atmet noch. Meinst du, das ist meine Superpower? Oder vielleicht bei den X-Men? Vielleicht ist das meine Mutation. Kann Ellbogen lecken. Das wäre doch mal eine coole Mix-X-Men-Parodie mit so Mutationen, die halt völlig Wumpe sind. Und kann Ellbogen lecken? Kann seinen Ellbogen lecken? Oder noch besser, er sagt immer, er kann Ellbogen lecken. Und im Endeffekt stellt sich heraus, er kann nicht seinen eigenen, sondern nur den von anderen Leuten lecken. Ei, ich finde das witzig. X-Men-Parodien, da hat das viel Potenzial. Fahre ich da mit der Winterjacke? Das ist auch eine Strafe, das stimmt. Obwohl ich sowieso schon schwitze. Okay. Kann Farben riechen. Ja, das gibt's ja wirklich, Leute. Synästhetiker. Richtig, naja. Ich weiß nicht, ob das cool ist, aber ich finde es auf jeden Fall interessant. Sehr unerwartet. Es kann sein, Chat, dass ich euch jetzt... Ich muss euch jetzt kurz ignorieren, Chat. Gerade doch mal nicht weiter. Also ich kann ja raus und auf den Button drücken. Wovor habe ich eigentlich Angst? Ich kann ja rennen.
Ich bück mich. Ich glaube, das ist einfach so antrainiert von Stealth-Spielen. Ich weiß gar nicht, ob das Spiel das Monster mich wirklich weniger sieht, wenn ich mich bücke. Guck an, hier bin ich jetzt ganz sneaky und in der Falle aber auch. What? Hä? War überhaupt nichts. Oder ist es von oben? Man kann auf mich schießen. Ich habe nämlich gerade so ein gehört. Ich weiß, ich stehe doch auf, dann bin ich schneller. Ich glaube, Rennen geht vor Ducken. Okay. Okay. Er kann nicht gucken. Und ich kann ihn wenigstens mal angucken, nicht wie diesen anderen Gegner. Vielleicht muss ich doch leise bleiben? Ja, verpiss dich. Das ist echt gutes altes Silent Hill Monster Design. My favorite kind. Ich glaube, leise sein hat geholfen. In diesem Fall. Ja. Ich habe leider kein Asthma-Spray dabei. Ja, dann drücken wir mal. Ist hier noch was? Nee, dann drücken wir mal einen von diesen Buttons und rennen hier raus. Wird wahrscheinlich so ablaufen. Reset Router, Router, whatever. Wie auch immer ihr das nennen wollt. Und wie geht das? Manual Confirmation needed. Das heißt, ich muss hier bleiben. Ich bin sehr froh um die Licht- und Schatteneffekte, um zu sehen, wo das Teil steht. Können Sie bitte... Ja, genau. Genau. Tschüss. Und denken Sie da dran. Wenn Sie wieder Netzwerkprobleme haben, Feuerglatze hilft. Es klingt so, als wäre vielleicht doch noch was anderes. Ich meine, ich habe mir auch irgendwie wehgetan, ich weiß nicht warum. Ach, dann gehen wir einfach raus. Und schließen die Tür. Okay, was habt ihr geschrieben? Es sagt mir noch. Okay, gar nichts. Ihr habt vielleicht genauso drauf geachtet wie ich. Wobei mein Chat, glaube ich, auch gerade ein bisschen hängt. Bei mir jedenfalls. Ja, kann ich mal wieder so eine... Ist hier... So ein Medi-Qualle-Roboter gewesen. Ach, er kann auch durch Türen. Nennt man das.
Danke für den Zuspruch, Hedwig. Aber kann ich vollkommen nachvollziehen. Ja, kann ich den vielleicht weglocken? Mit irgendwas? Ah, jetzt geht doch nicht. Da müssen wir doch hin. Ah, du. Fass! Oh ja. Er scheint Geräusche zu hören. Ja, weg. Wow! Ach. Oh, shit. Muss ich wirklich hier überhaupt hin? Ich weiß nicht, wie ihr das übrigens gerade bewerten würdet, was passiert ist. Jetzt so mit einem halben Fuß. Ah. Wieso bin ich überhaupt hier unten? Ich muss hier gar nicht sein, fällt mir gerade auf. Ich will ja eigentlich, ich habe ja schon jetzt diesen guten Reset gemacht und das muss jetzt reichen. Ja. Dann lasse ich sie mal allein. Erlein? Habe ich allein gesagt? Allein? A. Good job, son. This better have worked. I'm not going down there. So, Medikit. Where is the Medkit? Und da kamen wir ja. Vielleicht ganz am Anfang. Ich gucke gleich wieder in den Chat übrigens. Ich würde mich nur gerade eben gerne noch heilen. Das ist auf Dauer doch ein bisschen. Puh. Einfach nur. Puh. Kannst du damit schon was anfangen? Find someone who knows the security cipher. Okay, dann laufen wir erst noch weiter so halbtot durch die Gegend. Habe ich mich jetzt erschreckt? Sah mir nach Schreck aus. Schreck 2. Ich gehe übrigens nochmal, ich habe irgendwie gerade Connection Problems mit Twitch. Ich gehe nochmal wieder in die App. So, zack. Und zack. Und ja. Ich glaube, da habe ich mich nochmal erschreckt, weil ich nicht damit gerechnet habe, dass das Teil doch noch rennen kann. Also, genau, wenn ihr jetzt was schreibt, sehe ich es übrigens nicht, weil ich gerade die App neu starte. Also, haltet inne. Und ihr könnt aber schon mal nachdenken, was ich machen soll, was die Strafe ist. Winterjacke finde ich witzig. Nattis Sachen auch. Nochmal irgendwas lecken geht auch. Ich kann für euch was singen. Ich kann mir eine Unterhose auf den Kopf ziehen, weiß ich auch, was ihr wollt. Oder ich könnte die ganze Zeit jetzt wechseln oder eine andere Aktivität reden. Ich könnte die ganze Zeit für einen Inner reden, das steht vielleicht auch ganz wichtig. Aber ich weiß nicht, ob das auf Dauer zu ertragen ist. Irgendwie sowas. So, und gleich sehe ich euch wieder. Jetzt sehe ich euch wieder. So als Krone. Es ging wahrscheinlich um die mein Vorschlag, er muss für 5 Minuten wie ein schlechter Game-Show-Host mit amerikanischem Akzent reden. Was ist das andere, was da noch steht? Unterhose ist auch super, so als Krone plus Winterjacke. Ihr habt die Wahl. Soll ich jetzt Wer ist eher für den Game-Show-Host? Wer ist für die Winterjacke? Oder die zusammen mit der Unterhose auf dem Kopf? Oder ja, das sind gerade die Sachen, um die es hier geht. Ich brauche mal kurz auf mein Gesicht. Ist ja schön. Also, ich wollte mich jetzt nicht selbst loben, sondern dass man halt eine Person vor sich hat.
Und dann geht's gleich wieder zurück zum Spiel. Aber erstmal muss das geklärt werden. Winterjacke mit Unterhose. Oh. Aber nicht den ganzen Stream, oder? Ne? Sondern wahrscheinlich nur die nächsten 5 Minuten. Muss ja dann für den nächsten Schreck wieder was Neues dann sein. Doch, okay. Das ist jetzt, das meine Uniform. Winterjacke mit Unterhose auf dem Kopf. Okay, die anderen scheinen gerade, ich will ja auch niemanden zwingen dazu, jetzt reinzuschreiben, aber ihr scheint ja einfach das zu nehmen, wie es geht. Und es sieht so aus, als seid ihr für Unterhose auf dem Kopf und Winterjacke. Dann gehe ich mal los und hole meine Jacke. Das, was ihr sehen wollt? Oh, jetzt geht doch zu. So. Ich weiß auch irgendwie, vielleicht kann man mit der Unterhose noch ein bisschen mehr spielen. Kann ich da vielleicht rausgucken, so wie Kenny bei South Park? Oh ja, das ist eine etwas ältere, die ist schon ein bisschen ausgeleiert. Okay. Bis Schreck 3. So lange muss das anbleiben. Okidoki. Ist das die, die du jetzt gerade anhattest? Nein, ich bin extra auch, habe ich noch eine neue Unterhose geholt, weil ich dachte, ich habe zwar jetzt direkt vor dem Stream geduscht, dann würde ich hier ganz ohne Büx sitzen. Das fand ich irgendwie unästhetisch. Uniform aus dem nächsten Dune-Film. Oh ja, stimmt. Oder aus Numenera. Du hast immer noch alte Klamotten. Nur, ja, das stimmt. Ich habe eigentlich fast wirklich nur alte Klamotten. Das Neueste, was ich habe, sind meine Sportschuhe für zu Hause. Das ist nicht so einfach mit dem Kopfhörern jetzt. Aber meine Uniform macht das Bild so dunkel. Ich mache jetzt noch mal. Das sieht so ein bisschen mal scheiße aus. Aber eigentlich finde ich trotzdem, das hat wirklich was von Dune. Und dann passt es auch wieder ein bisschen zu dem. So vielleicht. Zu dem Spiel mit. Ach, weiß ich auch nicht. Hat ja eigentlich nichts mit Dune zu tun. So, zurück zum Spiel. Die Jacke ist zu. Ja, hier. Habe ich extra zugemacht. Wollte ja auch, wenn schon, denn schon. Zurück zum Game. Hör ich denn was? Also ich. Und sehe ich überhaupt? Oh, das ist übrigens echt nicht einfach, durch eine Unabüchs zu gucken. Ja. Ihr seid immer schuld an den Toten hier in meinen Streams. So. Ja, ich dann nicht mehr, aber ne. Hauptsache, ihr habt Spaß. Okay. Hier war ja nichts und da war. Kommt er jetzt auch wieder nach oben? Moment, ich habe kurz die Orientierung verloren mit all dem. Ach ja, hier. Und da, wo wir hier hätten lang sollen, das haben wir jetzt wahrscheinlich, und wo wir nicht weiter kommen wären, das hat sich erledigt, weil wir ja schon unten waren. Wir haben es also entgegen der im Spiel vorgesehenen Reihenfolge gemacht. Wodurch wir ein bisschen Talk zwischen Catherine und Simon verpasst haben, was mich immer ein bisschen nervt, aber. What the hell are you doing? I know it looks bad, but it makes me feel a lot better. Helps me focus. That's. I mean, that's the wow you're hooking up to. I need it, okay? I wouldn't have made it this far without it. Let's just keep going. Ist das schlimm?
Maybe they wanted to keep close to the shuttle station in case something went wrong. You're really stuck on that one. I'm just worried about my colleagues. Genau, aber ist ja auch nicht so schlimm, weil so viel hätten sie wahrscheinlich sowieso nicht gesagt. Und weil ihr ja die Entscheidung getroffen habt, runterzugehen, ist das auch im Endeffekt für mich gar nicht so schlimm, weil es war aus meiner Hand. Und wenn es nicht meine Verantwortung ist, dann ist echt, ist das Leben viel einfacher. Je weniger Verantwortung, desto besser. Verstehe auch gar nicht, warum alle sich, oder warum, wenn sich Leute im Job mehr Verantwortung wünschen. Hä? Mehr Geld? Klar. Mehr Spaß, mehr Freizeit, mehr Verantwortung. Und können wir die fachgerecht entsorgen? Ja, können wir. Aber zumachen können wir den Mülleimer nicht mehr. Ah, ist einfach nur sehr anstrengend. Okay, das ist einfach nur eine Besenkammer. Weniger, ja, das kann ich mir vorstellen. Also, gerade dort bei dem Job, muss mein Haar kurz hier richten, will man auf jeden Fall keine Verantwortung. Weil man, ach, ja, das geht jetzt weit. Die sehen auch süß aus, finde ich. Wubi, wubi, wubi. Also, ich kann ja... Hier lang, also das nehmen wir jetzt rechts oder links. Rechts zuerst oder wir müssen ja auch mal über rechts wissen ja schon ein bisschen mehr. Oder links. Links oder rechts. Ihr könnt auch sagen unten oder oben. Links. Okay, und Mestember hält sich heraus. Heraus? Daraus. Danke für das Feedback. Das sieht aber, denke ich mal, nicht aus wie 2145. Curious and curiouser. Guck mal, wie Simon muss pumped sein, dass er das so weit werfen und bewegen kann. Bisschen warm hier. Nein. Au, an, bitte. Ist das einer von den... Sieht ein bisschen aus wie bei... Oh Gott. Die Statuen bei Herr der Ringe. Die ganz großen. Die von den Numenoreans. Ich weiß auch nicht mehr, wie die Statuen jetzt sind. Ist gerade ein bisschen zu viel... Das sind so viele Räume, die irgendwie keinen Sinn haben. Damit habe ich nicht gerechnet. Ich weiß, das würde ich jetzt bei mir nicht als Schreck gelten, aber das fand ich... Das fühlt sich... Also es ist jetzt nochmal ein ganz anderes Gefühl. Ein doch sehr gutes Spiel. Ist hier das Gleiche? Ja. Ich find's auch intens. Und das ist so intens, dass ich gerade ein bisschen... Schweißausbrüche bekommen. Ich frage mich... Ah, da ist der Spülknopf. Ich wundere mich die ganze Zeit, warum man bei diesen Toiletten hier im Jahr... In 100 Jahren haben Toiletten keine Klospülung mehr. Wer hat sich denn das ausgedacht? Oder geht das automatisch?
Gerade automatisch, das würde ich... Solche Sachen, so eine große Verantwortung wie Klospülung, würde ich niemals in automatische Hände legen. Weil das sowieso immer irgendwann aufhört zu funktionieren. Irgendwann funktioniert keiner. Okay. In der Dusche nichts gefunden. Du lässt schön an. Ach, ma, sorry. Jetzt wollte ich gern abbrechen. Ich dachte, ich visiere den Wasserhahn an. Wenn jetzt gleich noch was im Hintergrund ist, also hinter uns, was wir im Spiegel sehen, das fände ich nicht gut. Goody. Ach, hier ist sonst... nichts. Wenn ihr wollt, dass ich in jede einzelne Toilette gucke, sagt Bescheid. Ansonsten überspringe ich das jetzt. Aber Dusche will ich schon ausprobieren. Keine Dusche. Gut, die Sicherung ist raus. Aber wir haben ja noch das gute alte Tischlicht. Hier ist dicht. Das klingt einfach nur widerlich, okay. Gut, dann gehen wir hier lang. Guy Conrad. Oh, das finde ich cool jetzt. Ist das... Ich dachte gerade, im Schatten sah das aus wie die... NCC-1701, die Enterprise. Die ganz alte. So wegen des Schiffs vorne. Wegen des, der Saucer Section. Hör mal zu. Figure 18, Master Tool Safety. Nach oben. Ach, Moment, die Rückseite? Ah. Okay, don't look into emitter. Kommt daher vielleicht auch dieses don't look into emitter, dieses, dass wir diesen einen Gegnern ja nicht, dass wir die nicht angucken dürfen? Und dass wir deswegen auch von den Schaden bekommen? Vielleicht strahlen sie halt genau das aus, weil sie auf diesem Master Tool basieren. Ja, Guy Conrad, der war auch auf jeden Fall, der stand schon... auf der Liste, die wir gerade eben gesehen haben. Das sind alles Namen, wahrscheinlich, die wir schon kennen. Endlich geht mir was kaputt. Hm. Ein kleiner Science-Fiction-Fan, glaube ich. Oder zumindest Space. Ein kleiner Trinker. Das könnten auch Medikamente sein. Maggie Comarelli? Brandon Wan? Catherine Ch... Oh! Unsere Catherine! Okay. Da bin ich jetzt mal gespannt. Wie hat unsere Catherine gelebt? Stimmt. Ein Laser, ja. Aber es ist ja... Das hieß ja, dass die uns auch anvisieren. Aber wir... Also ein Laser ist ja nur ein kleiner Lichtstrahl. Aber irgendwelche irgendwelche Wellen? Ach, whatever. Hey, that's my room. You want me to bring something? A souvenir? No, it's just memories. Ooh.
Also sie scheint ja... Your teddy bear could use some repairs. Toby always breaks. He's top heavy, so he keeps falling over. I seriously doubt you'll find anything useful in there. Macht der die Geräusche? What's with the junk? Looks like something you'd fish out of the ocean. Huh? Oh, you mean... Yeah, that's a part of Reed's vivarium. It's a long story. Forget it. You don't have to search my room. We'll get by. Ganz? Jetzt, Catherine? Du möchtest, dass ich dir vertraue? Dann lass mich auch mal. You have a lot of toys. Ich hätte es jetzt fast kaputt gemacht, aber Catherine zuliebe lasse ich das mal. Maybe we should move on. Ist ja gut. Was hast du denn, wovor hast du Angst, dass wir finden? Stöpsel! Stöpsel Original. Das finde ich aber einen guten Namen für Tampons. Guten Namen, das ist wie Peace Wasser. Aha. No need to go through all my stuff. Aber wir alle mögen Stöpsel. Okay, die ist fest, die Puppe. Ah, diese Stühle gehen mir am meisten auf den Sack im Spiel. Schlimmer als die bösen Gegner. Okay, Catherine, was hast du zu verbergen? Oh ja. Oh Gott, ja, stimmt, Heldrick. Moment, from Journal. Imogen Reed tested a machine today. It was clearly corrupted by WoW, but more importantly, it was assembled in a seemingly primitive way. Like someone had specifically created it for WoW to steal. Sind wir das? When activated, the machine mimicked the room and Reed along with it. At some point, she was scanned. Ach, Imogen ist ein Mädchenname anscheinend. She was scanned and then loaded as a simulation inside the digital space. The presentation shocked Reed and was quite quickly terminated. It scares me how much it reminds me of my AR capsule. After dissecting the vivarium machine that Reed activated, it's clear that WoW copied my capsule project to construct the scene to hold the Reed simulation. It's actually very similar in its construction, except for one point. While my capsule houses flat people, constructed from model neurographs, the vivarium's brain scan lives on. It isn't limited by its content from the originating brain scan Reed emerged. From the originating brain scan Reed emerged. Okay, the Reed inside the vivarium was a perfect copy of a copy of a copy. I have it. I can save humanity. I can build an artificial reality castle that can hold every living member of Pathos 2. I can't figure out how it worked with the vivarium, but it can replicate WoW's scanning technique using the pilot seats. They are already prepared with the type of electromagnetic drums needed. It was even easier than I thought. The pilot seats are already set to allow the diffraction and high energy needed to capture the scan. I suspect WoW has been using the seat to steal scans from us for a while. I guess that explains the mockingbirds. The WoW must have stolen scans from people using the pilot seat and used it as a basis for intelligence in the machines. Deswegen hatten sie am Anfang immer so viel Kopfschmerzen. Ah, ey, Kinders, mit KI geht man anders um. With a surprisingly positive reaction from the team, we have now officially started the ARC project. We are to scan all the people we can find and load them into the capsule. Then we will launch it into space using the space gun. It's nice to think something will have run like that. Das heißt, oh, allein schon der Gedanke, eine Kopie einer Kopie einer Kopie einer Kopie, ist es immer noch eine perfekte Kopie? Was geht verloren? Das sind so richtige Existenzängste hier, die das Spiel offenbart. Mir noch dann schon wieder warm. Das muss ich mir als Writing Prompt merken. Ja, auf jeden Fall. War das mit dem Teddy nicht literally eine Black Mirror Folge? Ich habe Black Mirror noch nie gesehen.
Oh, klingt gruselig. Mark Serang killed himself after a scan. He has been suggesting everyone should kill themselves as it would somehow allow them to actually get on the Ark. I'm not sure how that would work. It did trigger a lot of arguments among the staff, and apparently it's my fault somehow. Strohmeyer is not happy with me. How would it calm down? Sie, es war also nicht ihre Idee. Okay. Sie ist kein Psycho. Und das, die Notes verstehe ich nicht. Richard gave me a set of AI templates I haven't seen before. Unfolded one of them to make a new friend for Capsule Catherine and her gang of legacies. Sind wir vielleicht, unser Bewusstsein ist das irgendwie auf den Bottom of the Ocean gelandet und dieser Richard hat uns einfach mitgenommen und Catherine gegeben? New way to simulate turbulence makes the weather system so much better. Implemented Reed didn't go well. New try with Reed. Reed won't play nicely with the others. She is too real. Okay. Dankeschön für das Lob. Also ich weiß nicht, ob Black Mirror eine gute Serie ist oder eine schlechte, aber ich nehme es einfach mal an. Vielen Dank. Pow! Okay, ich glaube, jetzt haben wir auch genug herumgeschnüffelt. Mark Serang, er ist der Psycho, der meinte, ist sonst alle killen. Aha, ein Pragmatiker. Das sind die Schlimmsten. UHD? Ja, vielleicht eine bessere Auflösung, ganz praktisch. Cham? Weiß ich auch nicht. Peniscon? Nein. Oh. Jetzt habe ich vergessen, auf die Rückseiten zu gucken. Ich will ja nicht, dass ich irgendwie sowas, so einen Hinweis verpasse. Okay. Unter dem Bett was? Eine Hantel. Aha, und ein Flachmann? Nein. Ups. Und sind das Socken? Ich glaube, das sind Socken. Ja, vom Geräusch her, das sind Socken. Nein. Brain. Classified. In der offenen Schublade. Mark Serang, Intelligence Analyst, Theta Pathos 2. Mr. Serang, the company is very pleased to hear about your success in making the WoW a station-wide presence. We trust you appreciate what a unique opportunity this is and that you will do everything in your power to fully explore and understand this mystery. To do so, you need to ensure that Dr. Johann Ross is able to steer and study the WoW from Alpha without outside interference. In case of an emergency, you may direct Julia Dahl at Omicron to forcefully eliminate any opposition. But please, make an effort to avoid extreme actions. The WoW is an important, costly affair, and we hope to follow a steady development without setbacks. The Supervisory Board. War er ein Saboteur? The WoW is station-wide presence. Ah, ich weiß gar nicht. Heimatsu Board Approval. Aha. Codes, aber die werden wir wahrscheinlich nicht brauchen. Carthage, Figure 15. Wow. Und das Wow ist anscheinend irgendeine große Glaskugel. Das ist. Ah, ein Tacker. Das ist wieder gutes Glas. Did you know that the human body consists of up to 75 trillion individual cells? They typically don't stay with us till we die.
Some live a few days, while others live a few years. We're not affected by their short lifespans, as they're replaced by new cells which help sustain our bodies. I don't think anyone would argue that we ever lose our persona due to this process. Hmm. Yet we are clearly in a constant state of transformation. Then how do we remain the same? A continuous flow of thought and perception keeps an unbroken chain of continuity that we know as our self. Our conscious mind is not the pattern of our brain, but a continuous emergent entity based on that pattern. When Dr. Chun populates the Ark, she is capturing a moment of our existence and placing it inside the digital world. Soon you and your digital you will grow apart due to diverging experiences, but for a tiny window, you are the very same. With unbroken continuity, it will live on. A fulfilling life, no doubt, no less real than the one from which it was plucked. Now remember, you are not your body. You are the emergent entity. That entity just happens to occupy two places at once for a while. If you took away your body, you would simply be the only one you can be. The you inside the Ark. Let your body die and continue on in the digital paradise among the stars. Das ist doch so ein ganz altes Thought-Experiment sowieso, auch aus dem alten Griechenland. Dass irgendwie irgendeine Arche oder irgendein Schiff, was immer wieder umgebaut wird, Stück für Stück. Und am Ende die Frage ist, es ist trotzdem noch das gleiche Schiff. Fand ich schon immer irgendwie eine witzige Sache, drüber nachzudenken. Witzig! Existenzängste, ha! Auf jeden Fall interessant. Und ich ignoriere, ich habe schon viel zu lange ignoriert. Stapler? Oh! Stimmt, der Erzfeind des Staple Removers. Die! Pipsqueak! So. Oh, das ist süß. Okay. Diese Physik-Sachen. Vielleicht mache ich sogar irgendwann mal einen Stream einfach nur Garry's Mod. Habe ich noch nie gespielt, weil ich dachte, das ist überhaupt nichts für mich, weil einfach nur billige... Das hat ja keine Story, aber das gefällt mir doch schon hier. Nein, wir machen es in Original. Dear Friends. Und das ist von Mark Serang. Insofern hier. Dear Friends, when you read this, I will have entered the Ark. As I'm explained, this is accomplished by casing... muss ich doch so lesen. By ceasing to live as your scan is being completed. To not frighten Catherine, I'll do this in secret by folding cyanide salts into chewing gum and placing it in my mouth before seeing her. When I hear her announce completion, I will bite down, quickly causing my own demise. When you discover the truth behind my death, know there's no tragedy to mourn, for I am victorious. I advise you all to do the same and join me inside the Ark. Sincerely, Mark Serang. Keine Blattsplittern auf der Rückseite. Okay. Ich glaube, sein Räumchen haben wir jetzt auch ausgeschlachtet. Ach, das ist ja übrigens Catherine, die uns immer verfolgt. Ja, komm. Ich wurde bis zu früh irgendwie ein Monster getriggert. Verdammt. Da schaue ich mich doch so gerne um. Und wieso ist hier alles dunkel und hat kein Lichtschalter? Auf jeden Fall ist hier eine Medipack-Quallen-Roboter. Das merken wir uns. Den Bild ist auch offen, aber zu Robin wollen wir noch. Robin, Tabahatta, du erinnerst dich, die wir nicht auf dem Gewissen haben.
Okay, die scheint aber... Ach, sie war ja auch deceased. Ich glaube, Henrik, du hast wohl doch recht, dass damit nicht deren Consciousness oder deren digitales Abbild, sondern deren Body gemeint ist, weil das sieht ziemlich tot aus. Safety first. Okay. Coole Haare. Das ist so eine Bluetooth-Box? Weiß ich auch nicht. Oder ein Brillen-Etui? Ich denke mal, hier in dieser 100 Jahre später kommt es, gibt es hoffentlich noch einen anderen Standard als Bluetooth. Mhm. Pathos 2. We're all dying anyway. I'm all in. I put my faith in Sarang and the continuity. Ja, Rückseite? Nichts. Auch wieder ein gutes Glas. Okay. Ich finde es immer so, das holt mich manchmal doch ein bisschen raus, auch wenn es an sich Realismus ist. Aber es gibt ja mehrere Indie-Games, die dann so Stockfotos einfach irgendwie nehmen, um denen halt eine Vergangenheit zu geben, den Charakteren. Aber ich finde, das ist... Ich glaube manchmal einfach nur, wenn ich halt echte Bilder sehe in einer sonst Computergrafik, das holt mich irgendwie immer ein bisschen raus. Finde ich gut gemeint, so ein bisschen wie FMV früher. Die Videos mit echten Menschen, was auch einfach nur Trash war. Und einen eigentlich auch doch wahrscheinlich ein bisschen aus dem Spiel gezogen hat. Ein FMV-Adventure, das könnte ich doch demnächst spielen. Ah, gutes alter Rasiermesser. Raziermesser. Das spukt mich doch nicht so. Okay, das ist also die Ark. Klingt, das sieht ja ganz gut aus. Okay. Dann gehen wir wieder zurück. Ich glaube, wir haben ja alles angeschaut. Ja, ja. Alles gut, alles gut. Ach ja, das waren die beiden Toiletten. Ach ja, und da ging es nicht weiter. Genau. Genau. Verdammt. Hier waren wir. Das war die Frage, wo ich links oder rechts gesagt habe, ne? Ja, dann gehen wir jetzt nach rechts. Habe ich nicht die rechten Schubladen geöffnet? Das Medi-Ding tatsächlich aktivieren. Ja, manchmal stimmt, manchmal macht es ja auch zu den Strom aus, aber ich würde es erst gerne aktivieren, wenn ich es brauche, deswegen gehe ich erstmal noch in den anderen Raum, wer weiß, was da ist. Und, ja, ich habe den Stöpsel nicht gezogen, ihr habt es getan. Robins rechte Schubladen. Ich dachte, wir sind nur wieder zugegangen durch den komischen Stuhl. Ah, nee, hier waren wir noch nicht. Nagelklipser und alle mit ihren und auch sie benutzt Stöpsel für die Frau auf der Arche. Weiter geht's, weiter geht's. Es wird übrigens langsam doch ein bisschen warm. Aber soll nicht heißen, dass ich hier raus will. Ich hab's verdient. Bin ein schlechter Nicht-Erschrecker. Dann. Hallo! Da nicht rein. This is where I did my scan. And all the others, I suppose. You don't remember?
My scan was the first. Had to test the scanner before I could start making promises. Wie juckt's jetzt? Ah, I see. What? Check the terminal. I just want to make sure. Aber gleich. Pilot Seat. Ach, und die werden dann gesteuert von... Hier sind wir gestartet drin. Und mit unseren Brainwaves steuern wir den und können dann Fischis anknabbern. Und die werden benutzt für Research, Cartography und Maintenance. Okay. Also sicher eine coole Idee. So Drohnen am Kopf. Strusky, come in. I need help in the lab, the scan room. What happened? Conrad killed himself after the scan. Jesus, how? Maser tool? What should I do? I'm gonna need to tell Strohmeyer. No, please! I'm so close. Strohmeyer's gonna shut down the ARC project. It's not my fault people keep killing themselves. Catherine, what are you gonna do? It's not like you can sneak a 300-pound body out of the lab. I know. Catherine, are you okay? Not even close. Okay. Was sagt uns das? Dass dieser komische Stragan, oder so wie er hieß, der Todesbote, hier echt was angezettelt hat. Und sieht so aus, als hätten sich hier auch noch andere gekillt. Okay, das Spiel möchte, dass wir in einen anderen PC gehen, deswegen gehen wir jetzt erstmal hier hin. Imogen? Wisst ihr, wie man den ausspricht, den Vornamen? Imogen Reed, Badge 9, Type Compressed Nakajima Negograph. Mhm. Author Catherine Chan. Female. Okay. North Englander. Wir können gleich uns mal hier... Ah, okay. Vielleicht müssen wir mit unserem Schraubenschlüssel... Wäre schon cool, wenn wir uns mal den Versailles anschauen könnten. Nicht, dass hier irgendwann noch irgendwo steht Canada. Das fände ich erneut spooky. Okay, ein NPC. Legacy Scans. Also die ersten mit? Manchi? Jared? Unsere Scans. The Nanami Composition. Type Compressed Nakajima Neograph. Continuous Time. March 2014. Name Nanami. War wahrscheinlich, als wenn sie den echten Namen nicht kennen. Aber sie wissen, wann sie gestorben ist. Klingt das so, als wäre sie vielleicht, das hätte sie das nicht freiwillig gemacht? Andrea Berg? Oder wie hieß sie? Nicht Andrea, ne? Paul. Paul Berg. Ah. Aus Kanada. Wer war denn das noch? Unser Kumpel hieß ja Jesse. War Paul Berg der Kollege von Manchi? Captured 2015. The Pace Files. Ich vergleiche das gerade nochmal mit dem ersten. Auch da wurde jemand... Ach, Captured kann man ja auch sagen, der Scan wurde gecaptured. Stimmt, so heißt es ja auch. Das heißt nicht, dass die Leute weggenommen, geschnappt wurden. David Manchi. Manchi himself. David Manchi. How did this... What is this? Paul Berg. Ja, das waren also die Kumpels. Das hat noch lange gelebt. Okay.
Und jetzt unser Scan. Seid ihr bereit? Seid ihr noch da? Eigentlich, wenn ihr könnt, schaltet einfach mal kurz eine Nachricht rein. Ich weiß, dass ihr noch da seid. Ich weiß, 6 Leute schauen zu. Und wie gesagt, ihr müsst auch nichts sagen. Ich wollte nur wissen, er verfolgt es gespannt, genau. Ob es halt daran liegt, dass ich irgendwie unterhaltsamer sein könnte oder ob es einfach gerade sehr spannend ist und man deswegen nicht schreibt. Da, dankeschön. Wenn ihr schon da seid, dann freut mich das. Und jeder andere... Weiter geht's. Unser Scan. Simon... What is this? Why do you have a file of me? You are one of Dr. Munchie's templates. A legacy scan. Death? War das, glaube ich, der Tag, an dem wir da gescannt wurden? Nee, gar nicht. Später. Mai? Ein Monat später. Ah, super. Auch du, Ilberic, bist da. Schön. Okay, that's it. Wow, that was fun. That's a relief. Still figuring this out, so... It's freaky. So many lights. What do we do now? Paul and I are going to run tests for a week or so, and then we'll work out a roadmap to your recovery. Well, I feel excited. Can't wait to get back to the living. Ja, okay. Wir sind das Bewusstsein von Simon Jarrett als Roboter. Der natürlich dann nicht genau noch wusste, was... Okay. Und deswegen halt dieser krasse Cut von... Weil wir die Erinnerung haben ja von dem alten Simon Jarrett bis zu dem Zeitpunkt, wo wir gescannt werden. Und danach ja nicht mehr. Aber trotzdem, wieso... Legacy Scans hat somit vielleicht das Programm trainiert? Damit diese Scans gut funktionieren? Und was haben die Illuminaten damit zu tun? We've worked everything out. Everything is legal. Vouched for by Dr. Peak and Professor Wei. Oh, that's great news. No big change in medication. You'll be taking an aspirin every morning, but that's about it. Paul worked out a diet with some variations you should try out. You can continue doing physical therapy. Also, there's some extra cardio training every other day. Cardio! Okay, getting complicated. Don't worry, it's really not. We're gonna keep an eye on you every week, so we'll be able to adjust the plan if needed. Last recording. Ach, da sind wir ja dann gestorben, oder? The model was sound. It should have worked. It's not your fault, David. I really wish things had turned out differently. Yeah, me too. I was supposed to save you. Hey, you got my brain on file. Maybe you can put it to some use. Yeah, who knows? You'd be okay with that? Using it for my research? Sure. It's like a part of me lives on or something. Like a donated organ. You know what sucks about dying? What? The crash. Everything up till now, the brain damage. You guys, everything. It's made my life so much more real. I started thinking about all the things I was going to do. I'd never been more excited to be alive. All that hope. Wasted. Whew. Ein Fall für Ayman Abdallah, ja. Ja, die Theorie, das Spiel scheint jetzt sich doch mehr aufzuklären, als ich am Anfang dachte, dass es so noch viel hidden bleibt. Und ich guck mal kurz, ob ihr mich eigentlich sehen könnt. Ja doch, dieser Beduine, das funktioniert. Und quasi ein sehr offenes Ende ist. Ich meine, wir sind ja noch lange nicht am Ende, aber ich finde, bisher hat alles Hand und Fuß und alles passt zusammen und ich vermisse keine Erklärung für irgendwas, was man nur durch was ganz anderes erklären kann. Von wegen, wir haben trotzdem einfach, das ist unser Traum durch das Brain Trauma zum Beispiel. Kann natürlich sein. Es gibt aber keinen Grund daran jetzt zu glauben.
Ich gehe bei solchen Theorien immer gern nach Occams Rasiermesser und sage einfach, die Theorie, bei der man am wenigsten Sachen annehmen muss, ist wahrscheinlich die richtige. Genau, Heldrick, das ist noch die große Frage. Und ich glaube, ich meine, er hat es für seinen Research benutzt und das waren Legacy-Scans. Vielleicht sagt uns die gute Frau Catherine gleich, was da los ist. Aber vorher muss ich auf Toilette, wobei das kann ja alles anbleiben. Und wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich. Bleibt dran, es bleibt weiter spannend. Und ich glaube, wir sind heute in einer guten Zeit, dass wir vielleicht sogar schon um 10 wirklich dann Schluss machen können. Und es ist ein tolles Spiel. Also, Soma gehört mit zu meinen Lieblingsspielen, muss ich sagen. Die Story auf jeden Fall finde ich sehr, sehr gut. Und drückt genau die Buttons, die mich erreichen bei so Philosophy-Kram. Ja, finde ich sehr gut. Bis gleich. Ich finde es immer super, wenn mein Pipi-Rhythmus sich mit dem Rhythmus von Nine Inch Nails zusammengetan hat. Das fühlt sich immer genau richtig an. Ich mach mal jetzt doch nochmal hier ein bisschen heller. Schlechtes Bild für Atmosphäre ist schön und gut, aber so ein bisschen was sehen soll man ja trotzdem noch. So sieht man noch viel mehr von der Hose. Ist doch viel schöner. Ja. Und ich mache mal nochmal kurz einen App-Restart, um wieder mit so wenig Delay wie möglich euch zu lesen. Das heißt, das, was ihr jetzt schreibt, sehe ich nicht. Ich sehe es nicht. Ich sage euch, wann ich es wieder sehe. Im Moment sehe ich es nicht. Ich sehe nichts. Ich sehe es nicht. Jetzt sehe ich euch wieder im Chat. Weiter geht's. This is the game. Let's play Soma in the Boma. Erase data. What's a legacy scan? Oh. They're historic templates for AI construction. Any self-respecting engineer wouldn't use legacies anymore, but they're great for learning. They come with every development kit. So, my brain scan turned into a template for artificial intelligence. You should be proud. So much for that mystery. No magic or time travel needed. I was here all along. Waiting for someone to shove a picture of my brain into a suit and hit the power button. Aber was ist eigentlich dieser Suit, den wir anhaben? Das frage ich mich auch noch. Ah, der Akku macht nicht mehr lange mit. Von meinem Handy. Sorry für die Unterbrechung, aber bevor ich euch nicht mehr lesen kann, mache ich nochmal kurz Strom dran. Gleich so weit. So. Ja, ihr müsst jetzt doch leider noch. Ah, ich sehe sie. Ja, der Akku von meinem Humvee. Der ist jetzt wieder gut. Und ich weiß aber, das Handy ist jetzt immer schwer. Wieso nicht so? Ah, ich bin dumm, Batz. Ja, die fragt mich, warum wir dieser einzige Suit, der irgendwie so rumläuft hier. Und warum die das überhaupt hatten. Das ist mir noch nicht ganz klar. Ja, wie du schon meintest, Heldrick, auch, warum wir überhaupt. Wobei, nee, das hat sich ja jetzt vielleicht mehr oder weniger erklärt. Wir sind ein Legacy-Scan. Wir sind aus irgendeinem Development-Kit von.
Artificial AI oder AI 101. Learn with us. Okay. Ich will doch nichts erasen, aber wenn wir jetzt. Kann ich speichern? Ich kann nur Save and Exit. Ich wüsste was gerne, was passiert, wenn ich sage Erase Data. Ja, aber ich lasse das. Wir haben schon genug gekillt hier im Spiel. Und ich hatte das Gefühl, er hatte jetzt auch ein bisschen Remorse erwischt. Und fand es das auch nicht so gut, was für Entscheidungen ihr getroffen habt. Komm, geht das jetzt? Okay, nein. Weiß gerade nicht unbedingt. Ach, hier waren wir noch nicht. Welcome to my place. When I started the art project, I pretty much lived in this lab. Cozy. Ja, dann. Wieso hast du eine Unterhose auf dem Kopf? Könnte man auch noch fragen. Und? Wo ist der Mülleimer? Kein Wunder, dass so viel Müll hier rumliegt und kein Eimer da liegt. Was ist das? Da gehen wir gleich mal dran. Also das ist nichts. Gehen wir erstmal hier. Das Spiel scheint ja doch auch so gebaut zu sein, dass wenn wir alles in der Reihenfolge machen, die der Entwickler für richtig halten, verpassen wir auch nichts. Weniger als wenn wir ja erstmal dahin gehen und exploren, wo sie uns nicht haben wollen. Alios, Mestemba, tschüssi. Bis dann. Ich hoffe auch, dass ich dann noch nicht fertig bin. Dann wäre ja auch gerade erst 2 Stunden gestreamt. Das ist ja viel zu kurz. Viel Spaß bei was auch immer du machst. Catherine Chan. Genau, der erste Scan. Und hier Mark Serang hat sich gleich danach umgebracht. Strohmeier. Das. Obermäßig unterwegs. Louise Miron. Die, von der wir das Omnitool haben, hat sich auch gekillt. Strohmeier Reparandomy. One more death and we're out. Ei. Dorian Kronstadt. Fischer. Okay. Ihr ARC Project war auf on hold. Weil zu viele Leute sich das Leben genommen haben. Und die hätten eigentlich noch gemusst. Okay. This is where I would store the ARC scans. Are they similar to my legacy file? No, yours is flatter, if that makes sense. Less dynamic. Thanks. That makes me feel much better. Damaged. Dann, wir stecken erstmal das Teil hier in den PC. Achso, ich dachte, das wäre hierfür, das, was wir hier aufgenommen haben, aber. Ah, ne, hierfür. Damit ging es erst an. Jetzt brauchen wir aber noch einen Chip, den wir da reinschieben können. Wahrscheinlich von hier. Sieht alles fried aus. Mint Condition. An intact memory chip. If we're lucky, we might be able to extract the cipher from it.
Aber ich will erstmal noch gucken, ob vielleicht hier noch einer ist. Ich will mich ja nicht mit dem B-Modell herumschlagen müssen. Sondern die aktuellste Firmware. Okay. Nichts anderes mehr. There should be a list of people. See if there's anyone who could know a security cipher. Okay, mach ich. Okay, das ist Sarah Lindwall. Max Rang. Ja, genau. Er lebt noch. Ja, sie ist ja sowieso hin. Dieser Satz hier klingt auch gerade für mich so, Hendrik, du und ich, wir meinten doch schon, als wir einmal Catherine gehört haben, irgendwo, dass sie dass ihre Persönlichkeit früher anders klang. Ich meine, wobei, es haben sie auch viele umgebracht und vielleicht war sie deswegen auch so sauer, weil ihr Projekt wieder on hold war, aber kann es sein, dass vielleicht Maggie Komorabi sich so tut, als wäre sie Catherine Chan? Ich weiß jetzt nicht, warum das so ist, sein sollte, aber ich finde es nicht unwahrscheinlich. Jetzt drücke ich gleich mal auf Upload. No, won't work. We need someone from Theta Security Group. Okay, ich glaube, da war ich ein bisschen zu zu verschwörerisch. Theta Security Group, steht das? Nee. Ich fand... That one won't work either. Look for security people like Kronstadt or Strohmeyer. Woher sollen wir das denn wissen, dass die das sind? Stand wahrscheinlich irgendwo. Nein, hat er gerade? Wrangler? Is working for Strohmeyer? Okay. Sie scheint irgendwie ein Engineer zu sein. Okay, weil hier ist jetzt der Einzige, der noch für Strohmeyer worked. Nehmen wir den. Very promising. I'll just load him up and get the simulator going. There we are. What are we doing exactly? We're gonna have a talk with Mr. Wan. Use the computer to activate the simulation. Hendrik, in welchem Environment wollen wir mit ihm reden? In keinem? Beach oder Ski Lodge? Und auch andere, die gerne schreiben möchten, können gerne schreiben. Ich habe schon die Leiche gefunden von Miss Komorabi. Okay, ich erinnere mich dumpf, aber heißt erstmal nichts. Ah, die Ski Lodge meintest du?
That wasn't so bad. Stromeyer really got me worked up, bastard. What? What is this? Where am I? Relax, Mr. Wan. Just keep calm. Dr. Chun? What the hell is this place? I need your help. I have to get the new security cipher. Why are you doing this? Is this some trick? I'm not giving you anything. Please, we really need that cipher. No, you're lying. This is all a lie. Look at this place. It's a fucking joke. Get me out of here, Chun, or I'll punch your teeth in! Did we just bring that guy to life? I mean, he's a perfect scan, meant for the Ark. He's the real deal. And we turned him off. Took it all away again. I really thought that was gonna work. Maybe we can try again. Wahrscheinlich, wenn das... Ich meine, wir können hier drei Sachen, verschiedene Sachen auswählen. Aber ich guck mal noch mal kurz in Brandon Wans wo er lebte, um zu sehen, ob da Beachbilder sind, was uns quasi dann den Tipp gegeben hätte, auf den wir hätten hören können, dass er sich auf einem Beach immer wohlfühlt. Here we go, Brandon Wan's room. I'll just override the lock for you. Okay. Oder anders. If we get to know him, maybe we can make the simulation a little smoother. Okay, wir hatten einen ähnlichen Gedanken. Ist das ein Trump-Wähler? Nein. Hallo. Brandon, I'm really a mess about the scan. Everyone is being so brave. All smiles, no regrets. You know how you have said you would hold my hand during the scan? If the offer still stands, I gratefully accept. If we do it together, we could suffer the hangover together as well. They say it takes a couple of days to recover. Kisses, Alice. A letter from someone named Alice. They were together during the scan. You know her? He was close with Coster. I would not have expected that. Can we use that somehow? Keep looking. Er mag Origami? Okay. Fairchild Award for Achievements of the Engineering Youth. Brandon, you ready to go? Strohmeyer says it's time to move. I'm waiting for Stratsky and Alvaro to pack up their stuff. Head downstairs and I'll meet you there. Don't take too long. Don't worry, we're right behind you. I think I just heard Alice talking to Brandon on the intercom. Seems like they were getting ready to leave. You got that from the intercom? Must be a transmission buffer. Hang on. Great, this is exactly what we need. I think we got this, Simon. I can synthesize Alice's voice from the intercom and use it to impersonate her for the simulation. We could trick them into feeling safe enough to open up. Great. Definitely feeling good about this. Good job with the intercom. I didn't know you could data mine. What's it like? It's just something that I do now. So it comes naturally to you. That's really interesting. Yeah, I'll make sure to add it to my dating profile. I'm not comfortable. Immer ein schwieriges Wort gewesen. Comfortable mit ihrem... Dass sie so einfach Leute manipuliert und wahrscheinlich hundertprozentig dann ja auch uns. Ja. Cute. Sie ist ein zweiter Atlas. Ich sag's euch. Okay. Akers finally agreed to evacuate Delta. Goya, Kreia and I moved into Theta today. Akers said he'd stick around for a while longer. You crazy bastard. I take pride in my work, but goddamn that place is miserable since the service stopped sending parts. I found more evidence suggesting they were together during the scan. That's okay, Sherlock. We got it already. We should focus on simulating Brandon Wan. Did my arc scan together with Alice? Strohmeyer told me that the hangover would basically kill me. Such an asshole. I was fine at first, but I got a splitting headache a couple of hours later. The biggest pain was that Chun girl. She's so fucking uncomfortable at all times it makes my skin crawl. Sie ist... Chun ist nicht Chun.
Also Catherine. Da, nee. Strohmeyer went ballistic and shut down all future scans for the ARC project. Apparently Conrad wanted in on the continuity and just fried himself right in the pilot seat after the scan. Something tells me we'll be getting new security ciphers. I'm sure that Komorebi's survey team is going to Delta and pick up Akers. He's been alone for months now. Can't imagine what he's been up to. Ich glaube, das ist der mit ohne Augen. Gut. Dann. Geht's wieder zurück. Manchmal verlaufe ich mich doch. Im anderen Computer war ein Scan von Alice. Oh! Ah, du meintest... Meintest du... The legacy scan of me that was on the computer. What did you use it for? It's a template that has an intelligence pathwork already etched into the base. So, if I wanted to build an AI, I wouldn't have to reinvent a whole model. I would be able to focus on the things that the AI is to be used for. Is every AI self-aware? Do they also think they're Simon? What? No, Simon. Don't worry. It's not like we just put people into robots and machinery and let them run free. That'd be really cruel. It doesn't work like that. Or at least it didn't used to work like that. Truly sentient machines, thinking they are people, is definitely new. But you kept them sentient for the Ark. Yes, and I basically had to invent the method. Komorebi lag tot in einem separaten Tower von Delta. Ich weiß nicht, wo das ist. Aber ja, alles sehr dark auf jeden Fall. Und in dem anderen Scan von Alice, war das, meinst du, da, wo wir unseren Scan auch gefunden haben? Wenn ja, würde ich da gerne nochmal eben hin. Wenn ich noch weiß, nee. Wenn du einen anderen Computer meinst und ich mir jetzt nicht den Weg machen muss, dann sag Bescheid. So, you're not worried that there are other Simons or Catherines running around out there? Now I am. Geez, Simon, some thoughts are better left alone. Hier war das nicht, sondern... Hier? Aber hier war ich doch gerade. Ach ja, so nah dran. Nee. Okay, dann meintest du was anderes. Ich dachte, du meintest diesen Computer, dass da Alice drin wäre. Hab gar nicht reingeguckt. I compiled an Alice module that we can use. So she'll be with Brandon in the simulation. Sort of. I'll still need to do the talking, but it'll sound and look like Alice. So wie sie jetzt auch Catherine Chun impersoniert. Das ist schon, also, ja. Der andere, da waren zwei. Hier gibt's ja, hier ist ja nichts von ihr. Von Alice. Und hier auch nicht. Nevermind, okay. Ich nevermind jetzt auch einfach mal. Ja, also, sie verarscht uns. Gute alte Bioshock-Gefühle kommen zurück. Nehmen wir jetzt mal an den Beach mit Alice. Oder Nan? Ich bin gespannt, wie das aussieht. Ah. Guck mal. Ob man jetzt ja doch was machen kann. Mhm.
Leider nicht. Ach, wahrscheinlich ist das das External Device. So. Dann gehen wir jetzt mal... Nan und Alice, das würde ich gerne mal gucken. That wasn't so bad. Stromar really got me worked up, bastard. Ah, that's great. I'm glad you're all right. Alice, what happened to the room? Nothing happened. Are you sure you're feeling all right? Why are you acting like this? What do you mean, honey? Whoever you are, you better get the fuck out of here. It's not what you think. We're the good guys. Well, what the hell is this? What have you done to me? What have you done to Alice? If she's hurt, I'll fucking end you. Ja, was hast du erwartet, Catherine? Do we need to turn it off? Can we just keep him alive until we've got the cipher? The longer he's exposed to the computer model, the more he'll get hung up on it. So, what's wrong with letting him settle in a little? It would drive him insane. So let's keep the session short and the suffering to a minimum. Ah! Verstehe. Hendrik, danke für den Hinweis. Vielleicht muss ich das ja wirklich... Yes! Danke. Okay. Dann nehmen wir den Scan Room, weil das scheint ja der... Boah, ein Flow Tank finde ich auch richtig gruselig, wenn man da nichts fühlt. Do not use. Der Beach haben wir ja schon. Ich möchte den Scanner auf jeden Fall haben. Und den Flow Tank nehme ich. Ne, hier, Versailles, do not use, nehme ich auch mit. Oh, verstehe. Achso. Okay, wir können nur das nehmen. Hendrik, du guter Mitdenker, du. Fettes Lob. Von fettes Brot. Blub, blub. Scan room with Alice. Who the fuck is Alice? That wasn't so bad. Stromar really got me worked up, bastard. Well, that's what you get for listening to his stories. I guess I had it coming. About Stromar. He said he needed a new cipher ASAP. What should I tell him? It's all right. I can talk to him. Wait, didn't Chum just tell you to take it easy? Don't worry, I'm not gonna tell anyone. I do feel hungover. Okay. It's 17:29 over 42. 12 over 407. Got it? Yeah, I got it. I'm sorry, Mr. Long. Brandon. Goodbye. No, wait. That's enough. We got what we need. Is that what we are? Simulations? Yeah, but it shouldn't make any difference. You're still you. I'm not sure what to do with the data. You decide. Vielleicht ist es dieser Stragan, der Typ, der sich umgebracht hat und auch wollte, dass andere sich umbringen. Vielleicht ist er diese Frau und ich glaube, als wir in seinem Raum waren, hat er auch nichts, hat Catherine nichts gesagt, aber in ihrem Raum schon. Rest in peace, Brandon. Warum haben wir das alles gemacht? Weiß schon gar nicht mehr. Ich glaube, ursprünglich wollten wir ja. Simon, we got it. We can get to the Dunbat now. Get back here. Achso. Where is here? Willst du mich in dem Stuhl haben?
hier ran? Nein. Kann es eigentlich nur hier sein. Hä? Shutdown habe ich ja mit den gleichen Gedanken. Downträger auch. Aber ging ja leider nicht. Der Raum mit der großen Tür. Ach, stimmt, wahrscheinlich. Vielleicht ist das. Weil sie meinte, get back hier. Ja, hier gibt es kein Wort mehr. I wonder what the real Simon would have thought if he knew about me. What do you mean? You do know about yourself. No, I mean the real Simon. The human Simon. Going by your reactions, I'd say he'd be pretty upset. Okay. Ach ja. Wir sollten sie da ja nicht liegen lassen. Und alle hopp! There you are. Just warming up the Dunbat for us. It's been collecting dust for months, so it might need a minute. Okay, do your best. Okay, that's it. That's everything. Let's go ahead and... Huh. That's weird. Huh. Never mind. What do you need me to do? Head inside the dock. The Omnitool can open the door now. And get into the Dunbat. Then plug me in, and I'll take us into the Abyss. Sounds easy enough. That's weird. Was tut das, wenn Wissenschaftler sowas sagen? Das ist... Huh. Etwas, was man von seinem Arzt und auch nicht von seiner Rettung nicht hören möchte. Huh. Dann ab dafür. Geht jetzt das Licht aus? Nochmal gruselig. Bam. Open up! Ach, das ist die Tür. Huch. Schon mal vorsichtshalber, wenn wir da später hoch müssen. Jetzt gerne noch gerade. Genau, genau. So. Okay. Easy. Der Fluchtweg ist schon mal gesichert. Ich guck noch mal, wie hell meine Helligkeit ist. Ich mach's ein bisschen heller. Ja, ein ganzes Stück sogar. So in etwa. Stühle. Könnten das versuchen aufzumachen, wird aber nicht funktionieren. Mind your step. Sondern. Da müssen wir. Was für ein Rätsel. Okay, von da kommt also schon mal nichts Böses. Aber wir sind ja auch eigentlich hier eingeschlossen, also. Ah.
Ja, ist schon echt was dran, Heldrick. Das arme Tannenberg, den klang nicht happy. Okay, ja, da können wir nicht rüberspringen. Nächstes Level. Okay. Heldrick links. Oder rechts. Oder auch alle anderen, die mitentscheiden möchten, dürfen mitentscheiden. Natürlich. Oh Gott. Erster links. Dann erzähl mal. Das Spiel, das du auch noch nie gespielt hast, bin ich an Theorien erstmal interessiert, ja. Ist ja kein Spoiler. Spoiler sind für mich nur, wenn du das schon mal irgendwann irgendwo gelesen hättest oder so. Oder gespielt eben. Zu weit, zu gut, ja. Bevor ich da drauf drücke, möchte ich auch... Da will ich jetzt mit dir philosophieren kurz. Gleichzeitig wurden die Leute verrückt, die bereits gescannt wurden. Aber ich glaube, die Leute wurden nicht unbedingt nur verrückt wegen des Scans, sondern, also das habe ich eigentlich noch nie so richtig gedacht, sondern weil ja auch die Erde in Schutt und Asche lag. Und die das vielleicht nicht verkraftet haben. Und generell war das aber auch ein komischer Gedanke ist, irgendwo als Computerprogramm zu existieren. Aber vielleicht, ich meine, die Leute hatten ja, stimmt, die hatten schon Kopfschmerzen bekommen von den Scans. Aber manche von denen haben sich nicht umgebracht. Also, falls du so meinst, dass die Scans Leute verrückt machen, das glaube ich nicht unbedingt. Okay. Die Abbilder von ihren Kollegen in Robotermaschinen zu transferieren, um sie zu sichern. Ja, okay. Also so, für dich ist Catherine gerade wirklich schon so ein, wie hieß er, nicht Andrew Stark, aber schon halt der Bioshock-Typ. Aber ich finde die Theorie gut. Ich gehe da in großen Teilen mit. Vor allem, dass er ja eindimensional ist, das ist vielleicht in diesem Fall ganz praktisch. Ja. Ich weiß nicht, da ihre Abbilder... Achso, ja doch. Andrew Ryan. Okay. Wir spielen erstmal weiter.
Bin gespannt, was zutrifft. Sieht so aus, wenn wir hier runtergehen, kommen wir nie mehr zu dem anderen Gang. Deswegen gehe ich noch kurz in den anderen Gang. Wir wollen ja alles herausfinden. Krabbel-Action mit Feuerglatze. Wir krabbeln durch Soma. Mal so und immer froh. Wir krabbeln auf Gittern. Mal so, wir müssen manchmal zittern. Aber eigentlich ist alles gut, denn wir sind ein Roboter mit Mut. Wir machen wieder alles super frei und retten die Ark. Dann ist der Albtraum vorbei. La 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 da da ba 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 da 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 ba ba. Das habe ich erwartet. Okay. Ach, ihr seht noch nichts. Dass mir das manchmal passiert, ist peinlich. Aber du hast auch nichts verpasst. Dann war es vielleicht sogar interessanter, mir beim Singen zuzuschauen, als... Der andere Gang war rot, also konnte ich nicht aufmachen. I got one little fuzz, my mom got scared. I'm going to your uncle and auntie in Bel Air. Okay. Das sieht sehr Half-Life-ig aus. Half-Life 1 wollte ich auch schon lange mal wieder spielen. Das. Ach, ich ducke noch, deswegen ist alles so groß. Das ist auf jeden Fall auch ein Stream-Kandidat. Wieso hast du das gezückt? Ach, dafür. Ja, Catherine, ich packe gleich rein. Erstmal angucken, was hier steht. My decision, Dr. Catherine Chan. I have decided to finalize the arc with the scans we have. I'm sorry for all of you who wanted to go but didn't get a chance to scan yourself before the project was put on hold. It's been 2 months since I've added a scan and I don't see how I'll ever be able to win back the support you all showed when we started the project. I'm sorry. I am sorry. I never meant for anyone to take their lives. It was never my intention to fool anyone. I just wanted to save something. It was never my intention to fool anyone. Entweder sagt das die gleiche Catherine, die wir jetzt auch haben, und sie hat da schon gelogen, weil jetzt kommt es ja ganz einfach damit klar, Leute zu foolen. Oder unsere Catherine ist nicht Catherine Chan. Das ist klar. Das steht für mich schon mal fest. Das ist nicht Catherine. What's left? Apply interface modules, heal R-Capsule, ask permission from 4Q. Okay. Aufschieben. Würde mich nicht wundern, wenn hier irgendwann noch ein super mega Boss reinschneit. Durch die Tür. Aha. So. Ach, okay. Da muss also eine Box rauf. Eine orange bunte Box. Orange Spund, das klingt wie eine Pferdeart. I'm not supposed to power usage for the safety of you and your colleagues. Put on the neoprene on the suit and body harness.
Check the HPS for any visual damages. Starting with the legs, fix the parts onto your harness and work yourself upwards. Lock all the pieces together as you go. Let a partner help you with the back piece and the torso. Haben wir diesen Anzug an? Tap the secure button on your arm piece. You should hear the suit seal itself. The suit will then start to equalize pressure and tap into the oxygen tank. If the suit doesn't seal itself, flex the shock absorbers and try again. If it still won't work, do not try to fix it yourself! Contact maintenance. Note, the HPSs are very heavy and the suit will compensate. You will effectively be stronger than you think you are. Be careful. Regular training applies. Don't hold your breath. Don't stay out too long. Don't dive too deep. Don't dive with malfunctioning equipment. Okay. Aha. Rocks, box und socks. Limited to R. Trap arc with signal transmitter. Haben wir die Abstandszeitung? Nein. Power packs, tools. Extra oxygen, P2 permission. Catherine Chan ist, glaube ich, die ganz rechts. Ian Peterson. Helena Bonham Carter oder? Nee. Dachte, hätte ich gelesen. Lambda. Shuttle to Omicron. Ach, jetzt ist mir alles ein bisschen zu hoch gerade. Hey, Catherine. Huh? Wait, this isn't... Oh, no! WoW got to the Dunbat before we did, am I right? Well, it was talking. That's rarely a good sign. About you. Damn it. The Dunbat was our best shot. I was really banking on this to work. Come on, we can't quit now. Come on. There's gotta be another way. How do you think you did it? How did the team get the Ark down the abyss in the first place? If they didn't use the Dunbat, the only other way would be the climber at Omicron. It's like an elevator which supposedly reaches all the way down into the abyss. Okay, so we do that. We go to Omicron and take the elevator. Yeah, okay. Sure. We'll just head over to Omicron and hope there's a power suit that fits you. You know, so you don't implode while in the abyss. That does sound useful. All right, let's go then. Wait, what is this place? Seems to be a lot of information on the Ark here. There's a prototype and everything. Okay. Let's start it up. I want to see how it works. Maybe we can figure out how to get on the Ark. You didn't know how to get us on? How difficult could it be? Start an Ark simulation. I want to see how it works. Die echte Catherine sollte es wissen, oder? Get an Ark simulation going. Findet ihr nicht? Funk ist da rein? Ist hier vorne auch. Ah! Das Runde muss ins andere Runde. Compiled, Catherine Chan, Theta Mancheck. Sie hat sogar compiled. Clouds, Moon, Sun, Foliage, Lake, brauchen wir alles nicht. Chair, Boat, River, Dirt Road. Soma haben. Den lassen wir drin. Es haut trotzdem nicht hin. Wir können noch ein bisschen Speicher haben wir noch, ein bisschen, was ist denn am wenigsten hier? Chair passt noch rein, eine Bench, eine Foliage,
Okay. Requires light and water. Okay. Light. Also Sun brauchen wir. Und Water brauchen wir. Lake ist so groß. Und River ist, ist ein bisschen kleiner. Das kommt raus. Aber das brauchen wir. Ach, der Full Moon gibt ja auch Licht. Ah, das ist witzig. Und Clouds machen vielleicht Regen? Nein. Lake. Nee, nicht Lake, sondern... Doch. Müssen wir vielleicht hier was von wegnehmen. Und nachher Summer brauchen wir auch. Das ist alles required. Ja, wollte ich auch, aber der ist auch required. Type Water, Type Light. Aber das ist genau... Ja, da gibt es keine Alternativen, das brauchen wir auf jeden Fall, genau diese Dateien. Das wäre leid. Light and Water brauchen wir. Das geringste Licht ist der Moon. Und Water haben wir River und Lake. Und Lake hat noch ein bisschen weniger Terabyte. Grass and Forest. Ja, würde ich. Oder muss ich das zuerst alles deaktivieren? Die kann ich leider gar nicht tauschen. Ich muss erstmal alles. Nee. Hör mal genau das, was jetzt hier steht. Interface Scan. Und dann noch Light and Water. Okay, der Moon braucht auch noch diese beiden. Water ist nur. Weiter mit dem Moon. Und Sun. Water haben wir Lake und River. River braucht noch die drei Physics. Und Lake braucht auch die drei. Buoy, Rigid, Soft. Physics, Fluid, Rigid. Ja, Buoy, Rigid, Fluid. Okay, dann ist vielleicht mit dem River, obwohl er hier größer ist, dann doch mehr zu schaffen. Und der braucht noch das Dyn Light. Und der braucht auch Dyn Light und Teach. Jetzt nur noch das Dyn Light. Yes! Puh! Lake ist an sich nur allein besser, aber hat noch andere Systems, die es benötigt, deswegen war insgesamt dann River doch besser. Try loading a dummy scan. Shouldn't be that difficult. I just want to make sure I understand how the scan data is formulated before we start messing around with the real arc. Run the simulation and then hit pause while the code is running. It'll give me a cross-section of the process. Gehe ich gleich ran. Erstmal wollte ich nochmal
schauen. What's this thing? That's just a compound examiner. Coster uses it to investigate structural integrity in payload frameworks. Of course. Could you fit inside it? I knew what you were made of. It would be a hell of a lot easier to figure out how to get you on the Ark. Well, I'll give it a try. Bit of a tight fit. Can you reach the on switch? Should I be worried about radiation? I think we're beyond that. Interesting. You seem to be one with the diving suit you're wearing. Everything's meshed together. How's that gonna work with the suit we're picking up at Omicron? I think they're bigger. You should be able to wear them both. Imogen? Who's that? It looks like the basis for your body is one of my old colleagues. A standard cortex chip for robots, including the data reader and the OcuTorch, has just been forced through the skull. What? Structure gel has fused the whole construction together. Amazing stuff. No. Hold on. Back up. I'm one of your old colleagues? Well, your body is. Imogen Reed. That's disgusting. Hey, don't say that. She was my... She was nice to me. Anyway, the cortex chip is good news. That means we can transfer your mind to the Ark with a pilot seat. Kath, I'm half a dead person. Yes, it makes sense. Think about it. All those simplistic minds we've run into, just reviving a dead person doesn't seem to work that well. A robot body seems to make people a bit unreliable. You are the best of both worlds, a sound mind and a sound body. At least we know how to get on the Ark. Sort of. I understand the concept, but I don't know the specifics. I really wish we could figure out how the scan data is formulated and processed. Können wir nochmal zurück? Das ist jetzt ein bisschen... Ah ne, wir sind ja runtergefallen, verdammt. Weil... Munchy? Was ist mit Munchy? Imogen Reed? Sag mir, was mit Munchy los ist. Und wenn wir Imogen Reed sind, also ich glaube, natürlich können es auch lesbische Bettgefährtinnen gewesen sein, Freundinnen, aber ich dachte auch schon, dass die Person, also Catherine, nicht so gut mit Brandon Wan umgehen konnte und so tun konnte, als würde sie ihn lieben. Vielleicht steht sie auch nicht auf Männer, aber ich dachte schon, ich glaube, das ist vielleicht ein Mann eigentlich hinter Catherine. Weil... Ich sage jetzt einfach, dass Imogen Reed vielleicht das Real Catherines Freundin war oder so. Und am liebsten wüsste ich jetzt gerne, was... wer mit Imogen mehr zu tun hatte. Und außerdem, wenn wir als Imogen in diesem Dire aufgewacht sind, mit dem... Ja, wo wir am Anfang des Spiels aufgewacht sind, dann war sie das, wenn sie eine spezielle Verbindung zu ihr hatte. Also es ist für sie, glaube ich, keine... Aber das meintest du ja auch, Henrik, es ist für sie keine Überraschung, dass wir aufgewacht sind. Imogen war ja laut Catherines Aufzeichnungen von WoW gescannt worden. Auf der Basis von diesem Scan hat Catherine ja die Ark programmiert. Aber was meinst du mit Munchy? Weißt du was, Hendrik? Mestemba ist ja gerade nicht da. Und ich finde, ich habe jetzt lang genug das hier aufgehabt. Und ich werde das jetzt ausziehen. Weil ich glaube, viel mehr werde ich hier mich heute nicht erschrecken.
nicht weiter sagen. Für sie habe ich mich noch erschreckt. Kennst du das, wenn du so ein Ohrstöpsel, also der Nippel ist abgesprungen. Das war einfach. Manchi ist eine der Optionen im ARC-Prototyp in diesem Raum. Ich wollte nur vorschlagen, dass wir das Testobjekt... da war das noch. Ja, aber alle, also wir selbst ja auch. Das sind all die Legacy-Scans. Ich glaube, ich würde sie auch einfach mal alle ausprobieren. Alle durchausrühren und den Dummy zum Schluss. Ich glaube, hier muss ich noch einmal vielleicht einen Stecker verbinden. Ah ne, ich kann ihn gar nicht anfassen. So kann ich mich auch... Ich konnte mich einfach nur gerade nicht so viel bewegen. Das war das viel Schlimmere noch, weil ich immer Angst hatte, wenn ich mich bewege, dann ist das schlimmer vor meinem Gesicht. Load a dummy and pause the simulation while it's active. Then we can run diagnostics and see how it operates. Okay, wir fangen hier mal oben an. Better not use real data. I don't want to repeat what we did to Brandon. Second that. Schade. Sie wird auch irgendwas von pausieren, ne? Wann sollte das passieren? Vielleicht beim Dummy? Irgendwie sowas hat sie gesagt, ne? War das so gemeint? Yes, of course. So precise, so perfect. Nothing like admiring your own work. What? Oh, right. Es ist nämlich nicht deine own work. No? Are we done here? Can we go to Omicron and get my new suit now? Yeah, we should get going. Want to bring this ARC as a backup? No, that wouldn't work. This is just a prototype. Good. I prefer to travel light. Let's go. Don't forget to take me with you. Okie dokie. Dann... Hendrik, meinst du, Manchi hat noch mehr hier in dem Spiel irgendwie zu tun? Also, dass er noch... Dass er der Andrew Ryan ist, oder... Was? Oder meinst du, den sind wir eigentlich jetzt wirklich los? Und wir sind das, was wir sind. Und wir sind Emotion Reed. Hätte ich mal noch gewusst, was noch mit dir passiert ist. Zum Glück nehme ich das auf, sodass ich das später alles nochmal angucken kann. Erst recht, wenn ich es bei YouTube hochlade. Da gehe ich gleich durch. Das ist wahrscheinlich genau die gleiche Richtung. Okay, jetzt sagen wir dann. Sarah. How the hell are we going to make sure the ARC makes it? Every launch is a crapshoot, you know that. I just wish these numbers looked better. What do you care? It's just a pack of data, right? Yeah, just a pack of data. Ist das am Anfang gesagt? Sarah, how the hell are we going to make sure the ARC... So, Catherine ist eigentlich wow. Wow, ja auch Emotion perfekt nachmachen konnte. Weißt du,
Alice? Bei Emoji Read waren wir ja. Sind wir? Oder meinst du Imogen, weil sie ist eigentlich tot und das haben wir irgendwo schon gelesen und ich habe das vergessen. Survival of the fittest. Ja, ich höre das übrigens auch. Vielleicht schreibe ich mich ja doch nochmal. Und da kam ich, ne? Von einem violetten Licht. Da gehen wir gleich hin. Komische Conference. Ja, ich habe mich nochmal erschreckt. Westember. Gerade eben, also vor 20 Minuten etwa. Und dafür musste ich singen. Und den Text, muss ich sagen, der war gar nicht so schlecht. Den habe ich mir schnell ausgedacht. Da ging es darum, als ich durch einen... Wie heißt das, wo Luft durchgeht, wo ich rumgekrabbelt bin und dann kam mir einfach so ein Text in den Kopf. Five and with bottles of beer. Ja. Ein witziger Monkey Island Flashback oder Reference. Aber es ist mir so von der Leber gelutscht. Meet downstairs. Shuttle. Remarkable connectivity. Neural patchwork. Gel consumption. Irgendwas mit Gel stand auch ganz an. Im ersten Raum haben wir irgendwas schon mit dem Gel gelesen. Symbiotic attempts. Unnatural growth. Initially reconstructive. Ich denke mal, hier vielleicht geht's um. Wow. Ist Wow hier ausgebrochen? Und da oben rein? Stabil. Wir sind jetzt auch einfach nur sinnlos am Spazieren. Naja, das haben wir schon gesehen. Hallo! Delta, first assessment. Brought in today, January
February 16th, 2104. Reportedly found in his diving suit, unconscious, in water. Acres has clearly been consuming large amounts of starch gel for weeks, probably. It's difficult to tell how this has affected his health beyond the obvious numbers, and if it somehow caused him to count out his eyes. Oh ja, das könnte sein. Eldrick, ich glaube, das Ende ist in Sicht, aber ich kann, wie immer, auch nicht mal ansatzweise Versprechungen machen. Mein Instinkt sagt mir, wir sollen einfach dran vorbeirennen. Okay, es ist wohl ein bisschen weggegangen. Ein bisschen weg. Oh, das lebt ja auch noch, das Ding. Also, irgendwie jedenfalls. Ich würde es gerne wieder erlösen. Okay, da fliegt der Buddha einfach durch. Na, Buddha mag keine Gewalt. Okay, Terry Akers, age 66, sex male. One of the worst cases I've seen, and it's most likely his own damn fault. He blinded himself and clogged up his insides with structure gel. He blinded himself, ach, das war der damals, wahrscheinlich, dessen Augen wir gefunden haben. I'd be surprised if he ever woke up from the coma. Und ich glaube, den Namen habe ich nämlich schon mal mehr gehört, ich glaube, das war ja. Did make me think of Hart's absurd story about what happened to at Lambda. Could it really be that the WoW is somehow able to change and rebuild the... Vanessa Hart. Hart appears to be in good shape considering the circumstances. Only bruises and mild hypothermia are caused by the long walk. It's difficult to corroborate her story as she is the only one to return. Ach, okay, Oktober, November, wir haben falsche Richtung angefangen. Conrad is dead. He boiled his brain to pulp with a WRAM, Mesa, whatever, following the Arc Neuroscan. Clearly another continuity enthusiast killing himself to take his place on the Arc. Catherine Chun, bin ich mal gespannt. As usual, Chun is quiet and does her best to avoid eye contact. She doesn't want to be here, but Strohmeyer demands another evaluation. Chun isn't obstinate or dishonest, but she'd rather not speak if it can be avoided. She has a hard time dealing with people in general, including doctors. Catherine Chun is weak in character, the perfect victim to be domineered and pushed around by others. She's a scared mouse I don't want to upset, so we sit quiet. Quiet and pass the time. Da hat aber jemand eine low opinion von dir, Catherine. Und du bist nicht Catherine, ich bin mir sicher. Okay. Weiter geht's. Ich vergesse langsam, in welchem Raum wir schon... Ah, hier waren wir. Hier waren wir. Da.
Lichtaction, okay. Oh, hier waren wir noch nicht. Da gibt's hier Waffen, wie in jedem anderen normalen Spiel. Okay. Weitermachen. Das ist mir viel zu verwinkelt hier. Das ist wie in einem Albtraum, den ich als Kind immer hatte. Sehr nah dran. Und das Monster auch. Jetzt, wo ich es merke. Okay, keine Ahnung, wo wir sind. Stromer! Brad, where are you? It got out of hand. I'm in sector RD4. Did you get everyone downstairs? Yeah, we're safe for now. But you need to get moving. They're gonna figure out where we are and come for us. Don't worry about it. The stairs are blocked and I killed the elevator. Pulled the connector chip from the lock. Fine. That means you're stuck as well. Only way to keep you guys safe. Take the shuttle, go to Omicron. God damn it, Juan. You just had to be the hero, you bastard. Good luck, sir. Tell Alice I love her. Right on time. There's something not hooked up right. You think? Ich glaube, es kommt näher. Ich hau dann erstmal ab. Autschi, es ist schneller als ich. Genau, das ist das trümmerbare Fenster. Fuck you, man! Oh shit, hier war ich ja noch gar nicht. Es ist, glaube ich, direkt hinter mir. Oh Mann! Ich bin doch nur zum Fenster! Ich glaube, es war auch eins von denen, die gut hören, aber nicht gut sehen. Dann hätte ich, deswegen ist es, also ich darf gar nicht rennen. Ach ja, hier war ich auch schon. Okay, jetzt ab zum Fenster. Dachte ich. Dieses kleine Ding ist, reicht aus für das Fenster? Vielleicht doch. Ja. Mensch, was können wir denn mal werfen? Hast du doch vielleicht was?
nicht, dass es jetzt gleich wieder da ist. So. Wir sind drin. Hallo, Interberhärte. Meinst du meinen Charakter oder meinst du ich mit dem Erschrecken? Okay. Brandon Wan, da ist er, der Gute. Ich will nicht. Ach, okay, ich muss es also abziehen. Sorry das about war ganz before, cool. Brandon. Sorry, we couldn't let you rest in peace. Uff, ich bin rein. Ach ja, war der Hero. Ich glaube, das war eine Fehleinschätzung, Mr. Brandon Wan. Okay. Wir haben den nächsten Key. Und gehen wir raus hier. Okay, wir haben zwischengespeichert. Beides, okay. Tabra Hatter. Weiß ich auch nicht. Das Spiel ist auf jeden Fall auch recht milde mit dem, wie man sterben kann. Und ich hatte dann doch noch irgendwann verstanden, was dieses Monster eigentlich gerade ist, welches ich hier. Mit wem ich mich hier rumschlage. Also Schleich-Action. Und solange ich leise bin, ich darf nämlich nicht wegrennen, weil dann bekommt es mich. Ich muss leise sein, um die Ecke gehen und dann hört es mich nicht. Das ist so eins, was auf Sound, glaube ich, sehr abfährt. Kann ich da durch? Please? No. Ach komm, ich würde doch noch gut sehen. Oder war das nur jetzt, weil das Screen so hell war, ne? Ach, funktioniert trotzdem. Also ich sehe nichts. Überhaupt gar nichts. Unser Omicron-Tool, haben wir das eigentlich mitgenommen wieder? Ja, ne? Ja. Also Catherine ist bei uns. Oder wie auch immer sie sich nennen mag. Der Dunkel war noch nie so meins. Das ist meine Horror-Weakness. Leider. Auch ein sehr gern genommenes Tool. Ich glaube, ich habe soweit alles gesehen. Hier bin ich jetzt schon zum dritten Mal. Ich finde es böse, wenn ich nicht weiß, welche Geräusche von mir sind und welche von dem Vieh. Ich dachte, ich wäre noch was. Nee, hier ist nichts. Stay back, motherfucker. Ich habe mich wieder in der Sackgasse manövriert. Ach, das ist das Doctor's Office. Das siehst du. Na, N Masters. Vielleicht dahin? Jetzt ist meine gute Videospiel-Orientierung auch völlig dahin, Leute. Keine Ahnung. Ich weiß, hier war ich nur einmal, als ich vor dem Monster weggerannt bin. Aber nicht mehr. Geh zum Elevator? Ist das da, wo ich jetzt bin? Oder meinst du zurück? Oh, da geht eine Treppe nach oben. Da gehen wir gleich mal hin. Nachdem ich noch geguckt habe, was hier links ist. Also, wenn man von da aus kommt, ist das ja links. Nothing. Und auch nothing. Okay.
Ich muss hier doch nicht lang. Eine verdammte Kackwurst. Elevator. Wo ist denn der Smooth Elevator? Ist das Vieh eigentlich noch da oder krabbel ich gerade umsonst? Klingt, als wäre es noch da. Weiß nicht, wo ich hin soll. Ach, der Elevator! Ha! Da muss ich gleich mal drauf achten. Ah, erstmal Platz machen. Einer mit. So, nein! We need to format the chip? Doch so. Ja, passt da nicht. Okay, hier war einfach nur aufmachen. Rein. I guess I didn't fix it properly. What's missing? Update the chip. Ich kann ja auch nichts weiter drücken. Ich ziehe dann ja immer gleich den Chip mit raus. Den Knopf drücken. Die beiden Knöpfe kann ich gar nicht drücken. Ach, oder da habe ich gerade eben schon gehört, das war nur, wie Brandon stirbt. Nein? Ist nicht richtig? Okay. Computer. Ah, vielleicht muss ich. Aber mit dem Chip würde ich sagen, ne? Vorsichtshalber. Wo lag wann? This way? Oh ja, this way. Workstation. Ne, hier geht gar nichts. Vielleicht will ich so ein cooles Band auch mal. Ja, da sitzt einer. Das ist. Ergibt mehr Sinn, wenn du vielleicht auf YouTube nochmal nachschaust, aber das ist Brandon Wan. Den haben wir auch schon ausgenutzt. Ich glaube jetzt mal normal. Ich glaube, das Monster ist weg. Oh, guck mal hier. Packen dich nochmal rein. Und updaten ihn über dieses Pad. Nein. Mainlift. Da sind wir. Ah, da stehen wir also. Okay. Security Checkpoint. Müssen wir da erstmal nochmal hin und irgendwas machen? Was meint ihr, wo sollen wir nochmal hin? Security Checkpoint ist so schön rot. Ja, es ist doch gruseliger als noch im letzten Video. Im letzten Video habe ich mich erschreckt. Einmal ja. Ich glaube, hier grusel ich mich mehr. Vor allem dieses Monster, dass man da nicht rennen darf, das finde ich echt eine. Und leise sein muss, finde ich echt eine gute Mechanik. Das kenne ich so noch nicht. Ah, hier waren wir noch gar nicht.
Security Strohmeier. Ah! So wird doch der Schuh draus. Strohmeier, you there? I hear you, Brandon. What do you got? Akers and his critters are ferocious. They pick up on every move. There's no way past them. Then we'll fight them. We got to get to the shuttle. And end up like Shank and Adams? No way. Listen, I'll create a distraction and pull them to me. Get the gang to the shuttle station. Wait, Brandon, what are you doing? Don't worry, Alice. I'll loop back as soon as you guys are safe. Just load up the shuttle and be ready to go. Are you sure about this? I don't plan to die today, sir. See you at the shuttle. But he did die. Und ich mach nochmal kurz Licht, ja? Das ist so, kommt bei mir auch keine Gruselstimmung drauf. Muss doch so sein. Sorry. Denn sonst macht das Spiel ja auch keinen Spaß. Poor Brandon. Ja. Aber he died a hero. Und hat uns auch unfreiwillig schon geholfen. Jetzt langsam geht es mir aber doch auch ein bisschen auf das Säckchen, dass das hier so krass grisselt. Welcher Regler ist denn der Übeltäter? Ich glaube, die stößt einfach gerade an ihre Grenzen, weil sie kein Umgebungslicht sonst hat. Weiter geht's. Akers is not alone. At least three proxy creatures und someone, der nicht richtig schreiben kann. Check and seal doors. Move downstairs. Shuttle to Omicron. Akers is not alone. Das ist ja der sich, glaube ich, die Augen ausgestochen hat. Boah, ich freue mich schon auf, das sind doch jetzt zu viele Namen in zu kurzer Zeit, dass ich mir, glaube ich, später noch mich in der Fandom-Wiki umschaue, um zu schauen, was jeder Charakter eigentlich ausgemacht hat. Okay, Adam, what? Name, Position? Bass, Chief Runner, Chun? Wieso ist sie durchgestrichen? Lansky. Identity Number. Wir sind Strohmeier. Ich glaube, das sind die, die es nicht sind, also die lieb sind, also keine Spies oder so. Okay. Checklist. Survive the Ark Project. Stop people from killing themselves. Send off Catherine and the team? See and the team? Keine Ahnung. Keep people safe, enjoy the rest of Armageddon. Das ist nicht mal Ganghumor. Ha 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 ha. Oh, you're so funny, Strohmeier. You're so funny. Aber da war ja gerade eben noch was an. Das stand gerade eben genau das gleiche drauf. Kann ich nochmal den Stream. Kann ich bei mir in die Vergangenheit reisen? Also hätte ich den noch nicht so früh rein stellen sollen? Stand da gerade eben das gleiche drauf wie jetzt? Oder waren da andere drei Sachen? Wisst ihr das noch? Ich kann das jetzt gerade nicht so schnell gucken. Habe ich wieder Story übersprungen, so was, wie ihr vielleicht schon mitbekommen habt, nervt mich nämlich zutiefst.
War das Gleiche. Vielen Dank, Heldrick. Auch selbst wenn du nur lügen solltest, vielen Dank. Security Messages. Alert, Dispatch, Alert, Conference Room. Okay, da, immer näher. Huge structure gel leak has caused the WoW to seize control over the Dunbat. Force the quarantine to avoid further development. Last thing we need is another talking machine. Der WoW hatte kurzzeitig das Dunbat, was wir ja auch schon versucht haben, womit wir entfliehen wollten. Machen wir gleich. Okay, erstmal machen wir das hier. Thank you. Override door lock. Omega Management könnten wir mal anloggen. Ah, wir können dafür was anderes. Okay. Wo müssen wir auf jeden Fall nicht mehr rein? Doctor's Office, das weiß er noch. Dann können wir jetzt zu... Oh mein Gott, also ich glaube, das ist der Fahrstuhl. Hier sind wir gerade, ne? Ja, genau. Okay, langsam habe ich, dank der Map, die ich gerade eben bei dem Fahrstuhl gesehen habe, verstehe ich es jetzt langsam. Hier waren wir... Da, also beim Fahrstuhl, dann rechts. Entschuldigung, bin ich für euch noch da? Also zum Glück nehme ich ja weiter auf, stimmt. Also YouTube... Hier funktioniert alles, aber mein OBS hat gerade disconnected. Ich bin völlig entfernt von Twitch und ich komme gar nicht ins Internet. Hat Vodafone wieder irgendwie missgebaut? Okay. Verdammte Kackwurst! Oder ich guck mal kurz auf unseren Router. Das ist natürlich schön jetzt. Ich mach mal in der Zeit... Dann habt ihr wenigstens mein Gesicht. Besser als vielleicht das Standbild. Der Router sieht gut aus. Aber ins Internet, ich komme auf gar keine Website. Das ist schon mal in Ordnung also. Komme ich überhaupt auf meinen Router? Auf den komme ich? Der sagt mir bestimmt, was los ist. Internet. Verbunden. Okay, also ich glaube, es liegt an irgendeiner Störung, für die ich nichts kann. Gucken wir nochmal, Vodafone-Störung. Ach ja, wenn ich kein Internet habe, kann ich lange suchen. Ich versuch's mal mit LTE. Ist ja die Macht der Handys, die können ja sowas. Ja, Browser. Nun, ich sag schon mal tschüss, weiß ich auch nicht. Also wie, ja, connecting to chat, wie ihr unten rechts auch seht. Bei dir auch? Okay. Ja, das Internet ist hin. Dann kannst du eben bitte Licht... lauter machen, dann kann ich nämlich komplett abmoderieren. Dankeschön. Nun denn, das ist ja blöd gelaufen. Okay, pass auf. Ich werde hier schon mal erstmal alles für... Jetzt kriege ich es auch nicht mehr. Das sieht doch insgesamt schon schöner aus. Für mich ist es unschöner, weil ich halt doch ja was hell, viel zu viel hell sehe, deswegen komme ich nicht so in Gruselstimmung, aber für die Webcam, die mag das. Okay, ich werde jetzt nochmal versuchen, ein Ende zu finden.
Bei Soma, ja komm, das ist eine gute Mischung aus zu dunkel und, naja, es ist zu dunkel. Und dann werde ich, genau, bei Soma ein Ende finden und dann, verdammt, müssen wir wahrscheinlich doch irgendwann demnächst anders weiterspielen, denn jetzt ist Internet tot. Ach, verdammt. Ich sag mal kurz, ja, schon mal meiner Truppe Bescheid, dass Heldrick im Chat das sagen kann. Ja. Störung im Internet. Für heute ist dann wohl Schluss. Ich werde einen Schluss finden, den ihr euch dann auf YouTube anschauen könnt. Sieht aber so aus, also nur, pass auf, ich schicke dir eine Sprachnachricht. ja, genau. Ich schicke ihm keine Sprachnachricht. Das ist ganz, alles ganz komisch gerade. Ja, pünktlich für das Ende war es, sagt Heldrick. Kannst du den anderen im Chat sagen, dass es am Internet liegt und ich spiele jetzt nur noch bis zum Check, wobei Checkpoint muss ich eigentlich wirklich bis zum Checkpoint. So. Ein Hoch auf LTE. Wir Hübschen auf YouTube gehen jetzt nochmal zurück ins Spiel. Jetzt können wir nochmal einen Double-Check, dass ich auch... Genau. Ich habe hier jetzt den Raum aufgemacht. Hier unten rechts. Und da werde ich hin und dann werde ich in den Fahrstuhl. Und das wird hoffentlich alles jetzt ganz schnell gehen und super laufen. Ich höre wieder dieses Rauschen, als wäre das Vieh in der Nähe. Wenn hier der Fahrstuhl, habe ich doch hier gerade was aufgemacht, oder? Was jetzt endlich offen ist? Ach, oder war das der Gang zurück ins Lab? Ne, da ist immer noch Power off. Ich dachte, hier in etwa war der Bereich, den ich aktiviert habe. Oh, schwer zu sehen mit dem Licht hier bei mir und... Nee. Ich glaube, ich bin ein bisschen daneben. Ach, ich habe nur das aufgemacht, wo ich... Ah! Okay, das war also jetzt auch unnötig, denn da bin ich ja schon reingekommen. Das hier habe ich aufgeschlüsselt. Da bin ich ja schon mit der Stuhlhilfe reingekommen. Dann gehen wir jetzt durch. Und den Looks like a part is missing. Chip habe ich da stehen lassen. Stecken lassen. Da. Ich habe jetzt gerade gesehen, Hendrik, du hast es mitgeteilt. Vielen, vielen Dank. Ja. Vielen Dank. Ist auch gleich. Oder bin auch gleich. Im
Fahrstuhl und mache Schluss. Mache für heute Schluss. Und dann nehme ich mein Lieblingssmiley. Das macht nämlich... Wobei, nee, das Zwinkern ist unten. Wieso atmet er schon wieder so? Einfach nur zum Elevator. Mehr ist das nicht. Simon. Der Elevator ist genau... hier lang. Close clamps and panel. Ach nee. It's still not working. It's missing Kann something. Ich jetzt die clamps closen? Ups. Ah, grüne Lichter sind super. Fahrstuhl. Und... Hauptsache runter. Hat er jetzt zwischengespeichert? Ich will sagen, ja. Vielleicht kommt gleich das Brain unten rechts. Und dann ist das Stream auch vorbei. Also, ja. Wenn ich... Ich muss jetzt... Immer schön. Ich hätte auch, egal was ich ausgewählt hätte, er wäre sowieso kaputt gegangen, der Fahrstuhl. Ah. Hat er jetzt zwischengespeichert? Er muss zwischengespeichert. Ah, ich kann es ja sehen. Nein, kann ich nicht. Was auch immer. Ich weiß jetzt, was zu tun ist. Ich springe da jetzt noch kurz runter. So, nun müssen wir den Roboter. Fällt das Ding gleich auf uns drauf? Immer noch nicht gespeichert. Jedenfalls nicht offiziell. Guck mal, hier geht's da lang und da lang, aber ich kann auch die Leiter hoch. Wahrscheinlich gehe ich jetzt die Leiter hoch und dann fällt gleich das Teil auf uns zu und dann... Nee, doch nicht. Spiel, ich finde, jetzt ist der Zeit zum Abbrochen. Abbrochen. Und da geht es lang. Ist das nicht da, wo wir gecrashed sind? Nee. Jetzt halt auch kein Risiko eingehen, dass ich mein Safe verliere. Wenn auf dem Button steht Save and Exit, dann ist es auch Save and Exit. Dann machen wir jetzt hier von dieser, dann mache ich jetzt hier Schluss. So, komm. No risk, no fun. Das ist mein Motto. Da ist jetzt das Brain. Okay. Exit, exit on my face. So, vielen Dank dafür, dass ihr dabei wart, dass ihr eingeschaltet habt bei YouTube und für Tabba Hats I Heldrick with Tamba und also das Full House ganz am Anfang ja sowieso, Ilberic, Cutie Cat, Miau Miau, dass ihr, The Searching One, genau, Zoo, du warst ja auch dabei. Vielen, vielen Dank. Es hat wieder sehr viel Spaß gemacht. Und ich glaube, vielleicht ist es gar nicht schlecht, dass wir jetzt doch gezwungen sind, oder dass ich gezwungen bin, Schluss zu machen, da ich glaube, das Spiel dauert doch noch ein bisschen länger jetzt als eine Viertelstunde. Und dann haben wir einfach nochmal schön Horror. So.
Ich schwafel gar nicht mehr weiter. Ich sag Adios und freue mich, wenn ihr am. Ja, machen wir am Sonntag. Ist ja jetzt kackegal, wann ihr das hört. Wir machen wahrscheinlich am Sonntag weiter. Vielleicht auch nicht. Guckt auf Twitch, auf Twitter, Twitch auf dem Schedule und auf Facebook. Da werde ich euch sagen, wann wir weitermachen mit Soma. Ja. Tschaußen.